Herzlich willkommen zurück zum Livestream. Wir hatten ein kleines technisches Problem, weil der Livestream ganz einfach falsch geteilt war und dadurch nur einem beschränkten Zuseherkreis zugänglich war, was wir nicht wollen. Genau. Herzlich willkommen zum Weihnachtsmenü, zum Perfekten. Es wird heute Leckereien geben, die der Grilli zubereitet. Ganz wir starten genau. Von vorne, es war ja noch nicht viel, wir haben nur einmal da die Eier hinein und kurz aufgeschlagen. Was wird es geben? Maroni-Kokos-Schaumsüppchen. Genau, also Maroni-Kokos-Schaumsuppe wird es geben mit einem Pilzkostini dazu. Der nächste Gang ist dann Seesaibling bzw. Lachsforelle, haben einfach besser ausgeschaut heute. Mit einer Kürbiscreme, Pumpernickel, Kürbiskernpesto einfach mit dazu. Dann Hauptspeise wird Rinderfilet Wellington sein. Da werden wir auch mit Multidampfgarer arbeiten, mit dem Kerntemperaturfühler. Lasst sich das ja super machen, damit wir das genau timen, damit das perfekt rosa wird. Dazu haben wir Wettergemüse und eine Trüffelkartoffel dazu. Schön natürlich, passend. Und Dessert gibt es dann noch am Bratapfel mit einem Kardamom-Buffet. Ein paar Sachen. Ich mache jetzt gleich weiter, Martin, oder willst du noch was sagen? Nein, also ich werde darauf schauen, dass der Markus heute langsam spricht. Okay. Nein, also vielleicht vorher, weil das vielleicht nicht alle in der Gruppe gesehen haben, wir haben heute 11.000 Mitglieder erreicht in der Gruppe. Diese Zahl ist immens. Ja. Also ich weiß noch, wie ich mich gefreut habe, wo wir 1.000 Mitglieder gehabt haben, habe ich gedacht, unpackbar. Ja. Dann habe ich gedacht, okay, 5.000, 10.000, heute 11.000 Mitglieder. Und ja, danke für die Treue, danke für die Aktivität. Wir haben da 7.500 aktive Mitglieder aus den 11.000. Das heißt, aktiv heißt, ich schaue mir mindestens was an, kommentiere, like oder schreibe einen eigenen Beitrag. Und 7.500 ist doch pro Tag doch ein sehr, sehr hoher Anteil, muss man sagen. Danke für die Teilnahme. Und jetzt schauen wir, was der Grilli teilnimmt. Perfekt. Mit was starten wir? Mit Wunderbar. Kaffee. Nachdem es immer heißt, ich habe keine Kopfbedeckung auf, habe ich heute einfach gesagt, nehmen wir mal eine Weihnachtsmütze, passt glaube ich ganz gut zum Thema. Ich habe jetzt angefangen mit dem Parfait schauen, das dauert einfach am längsten, das heißt, ich muss mir das einfrieren. Das kann ich zu Hause auch schon einen Tag, zwei, drei vormachen. Da wird nichts mehr passieren, wenn es im Tiefkühler drinnen ist und ich kann mir das jederzeit dann rausholen und dann servierfertig machen. Das heißt, die Eier werde ich da jetzt einmal warm kalt schlagen. Die Gelatine habe ich mir schon eingeweicht im kalten Wasser, ganz wichtig. Auf keinen Fall warmes nehmen, weil sonst wundert man sich, wo die Gelatine hingekommen ist, weil die löst sie dann gleich auf. Das heißt einfach ganz klassisch, wie man das vielleicht einmal irgendwo schon gesehen hat, warm kalt schlagen, einfach über einem Wasserbad, damit sich das sozusagen auch pasteurisiert. Es lässt sich da schön warm schlagen und ich kann darin auch die Gelatine wunderbar auflösen. Der Martin darf noch mal kurz weiterrühren. Also aber diese berühmte 8 kann ich nicht, das sage ich gleich. Die macht nichts. Dann kommt da jetzt gleich mal mehr Zucker dazu, damit sich der gut auflöst. Manche geben gerne eine Prise Salz dazu. In Kardamom kann ich natürlich gleich dazugeben. Ich nehme den immer gleich gekauft. Wer natürlich Kardamom-Kapseln hat, die kann man schälen in der Pfeffermühle rein, dann kann man den frisch überdrehen. Schmeckt natürlich intensiver. Jetzt nur ganz, ganz wenig. Das ist ein relativ intensives Gewürz. So, das langt. Ich kenne den vom, man darf es ja gar nicht sagen, vom Starbucks, der Chai Latte, der hat so viel Kardamom drin. Unter anderem, genau. Das schmeckt gut, ja. Dabei du doch schön brav rührst. Kommen noch ein Spritzer Zitronensaft dazu hinein. Es ist Orange, also in Steiermark sagen sie Orange dazu. Zitronen Oberösterreich Zitrone. Zitronen oder Orangensaft. Damit die Säure einfach hineinbringe. Und die Zeste von der Orange oder von einer Zitrone passt natürlich da auch ganz gut dazu. Also ich schneide mir jetzt einfach schön klein fein. So, der Martin rührt da schön rühren, damit es jetzt heiß wird, sonst flockt es nämlich aus. Das wäre schlecht, dann haben wir Eierspeis. Genau. So, jetzt kommt da, Vorsicht, mit dazu hinein. Zack. Also es riecht schon hervorragend. Dann habe ich da noch ein Gewürz. Das ist Tonkabohne, Tahiti-Vanille. Schmeckt natürlich ganz gut, zu Weihnachten zu. Oder es geht natürlich auch, wenn man ein bisschen Lebkuchengewürz daheim hat, könnt ihr da auch mit reinbringen. Dann bringe ich den weihnachtlichen Touch einfach schon ganz gut da in das Parfait nachher hinein. So, ich mache wieder weiter. Geht nichts ausgefrogen. Wir müssen da nämlich ein bisschen über der Hitze bleiben, sonst kocht es nicht. Was heißt, sonst kocht es, muss das kochen tatsächlich, oder was? Drunter soll es kochen, damit da es schneller kochen. Geht. Ja, okay. Genau. Okay. Also gut aufschlagen das Ganze, damit es gut warm wird. Oder kannst du so einen Schluck für Rum da oben geben? Einen Rum, jawohl. Ja, ein bisschen, jawohl. Wie man einen da gibt. Darf ich einen da? Sicher. Ja, das passt gut. Also wer Alkohol da drin haben will. Wie viel, Rum, wie viel? Ein bisschen was. Noch ein bisschen. Okay, jetzt ist es gut. Na was, passt. So, also ein gutes Schuss Rum dazu hinein.
Das schlagen wir dann noch schön auf. So, das soll wirklich gut schaumig werden. Dann kommt jetzt da die Gelatine dazu. Zwei Blätter sind es? Zwei Blätter sind es. Geht das irgendwie, tut man Gelatine nach einem, wie viel Masse, so viel Blatt Gelatine oder was ist da die Regel? Also pro 100 Milliliter Flüssigkeit oder Masse brauche ich ein Blatt Gelatine, damit ich schnittfest hinbekomme. Okay. Da haben wir natürlich mehr Masse, das soll ja flaumig werden, das soll ja weich zum Essen dann sein, wenn das gefroren ist. Eben so ein Parfait, Semifredo oder halbgefrorenes, könnte man das Ganze auch noch bezeichnen. Das sind so diese Ausdrücke, wie man dazu sagen kann. Das heißt, da ist oft ganz gut, dass man Alkohol hineingibt, dann friert es nicht so durch, dann kann man es auch später weich herunterstechen. Jetzt werden wir das Ganze kalt schlagen, ganz kurz. Daheim geht es natürlich auch in der Rührmaschine. Ich arbeite aber nach wie vor an meiner Sommerfigur, darum machen wir das Ganze händisch. So, damit das da kalt wird. Da kann man sich ruhig ein bisschen Zeit nehmen. So. Damit der Topf, der natürlich auch noch heiß ist vom Herd, auch noch abkühlt, das kann nachziehen. Wenn man das nur so auf Zeiten stellt und das kommt da vom heißen kochenden Wasser raus, dann kann das nachziehen und plötzlich hat man da richtige Klumpen drinnen und man weiß vielleicht nicht, woher die kommen. Das ist schon kalt. Super. Schön schaumig ist es auch geworden. Obwohl ich so geriert habe. Ach, das ist richtig ich gut. Ich weiß, das ist richtig gut. Mm. Aber das heißt, es wird jetzt dann nur mehr in die Form gefüllt, in den Tiefkühlschrank gegeben und dann... Genau, also jetzt kommt noch geschlagenes Obst dazu. Das okay. Machen wir gleich als nächstes, damit es schön schaumiger wird. Brauchen wir einen Mixer oder irgendwas? Oder wie schlagst du das Obst mit der Hand? Auch? Händisch. Ah doch, okay. Ja, ja. So, dann stellen wir einfach mal kurz beiseite, dann habe ich da meinen zweiten Rührkessel. Da kommt jetzt der kalte Schlagobers rein. Sahne für unsere deutschen Freunde. Also Sahne, Schlagobers. Ja. So. Zack. Und das rühren wir jetzt aber nur halb fest. Das heißt nicht ganz fest ausschlagen, sondern einfach nur. Spritzt ein bisschen? Nein, Sicherheit. Aber jetzt ist er weiß, passiert nichts. Genau. Hoppala. Sollte ich aufs Christkindl einen Mixer aufschreiben? Nein, ich glaube, du hast einen. Nein. So, okay. Ich mache sehr viel händisch. Auch Brot kneten und so. So ja gut, bei Brot ist natürlich, da spürt man ja beim Teig die Konsistenz viel besser. Einfach wesentlich besser, genau. Ja. Und ich sage immer, bevor ich einen Mixer hergerannt habe, den Geschirrspüler rein, außer wieder weggerannt habe, dabei habe ich das händisch eigentlich auch schon immer erledigt. So denkt man halt ich immer. Ja. Ja. Es gibt verschiedene Sichtweisen wahrscheinlich. So, damit man ein bisschen sieht, dass da etwas weitergeht. Es fängt schon an, dass es fest wird, also es ist schon fast halb fest. So, ganz kurz dann mal ein bisschen Vollgas. So, mal noch mal gefahren da. So, also jetzt ist das halb fest, das heißt, es rinnt noch leicht, es ist schön cremig und das kommt jetzt da dazu hinein, einmal zu zwei Drittel. Zack. Und das ziehen wir jetzt vorsichtig gleich mal drunter, damit das ja eine schöne, fluffige Masse wird einfach. So. Schau, wie schön, Martin. Ja, perfekt. So, den Rest schlagen wir noch ganz fertig, ganz fest. Das kommt zum Schluss dann reingezogen. Na, schaut gut aus. Gut gemacht. Schön, schön sauber ausputzen. Zack, das darfst du gleich mit auf die Seiten stellen. Jawohl. Wer natürlich will, kann das jetzt in der Kaffeeheferl einfüllen, in Glasförmchen, wo man halt einfach Platz hat. Ich habe da so Silikonformen, damit das einfach heute ein bisschen kleinere Stücke werden, damit man das auch während dem Livestream auch durchfriert. Das heißt, jetzt will man das da mal. Das heißt, so in zwei Stunden ist es eigentlich durchgefroren. Wenn es so kleine Portionen sind, sollte das natürlich der Fall sein. So, da haben wir noch ein bisschen mehr. Das dann auf Zeiten. Und was machen wir damit? Einfrieren. Morgen ist Kochveranstaltung, oder? Morgen ist Kochveranstaltung? Nicht? Was ist morgen? Dienstag. Kann sein. Und sonst bin ich da auf alle Fälle im Büro. Auch ohne Kochveranstaltung. Irgendwer wird schon essen, denke ich mal. Das könnte sein. So, schön gleichmäßig verteilen. So, dann. Zack. Also jetzt ist es so abgefüllt. Mm. Gut. Mm. So, ich werde das jetzt nach hinten geben, genau. Und dann wird es gefroren. Bitte einfach einfrieren, das dann auch dazu. Ich glaube, da muss es zweimal gehen. Brauchst du ein Blech drunter? Nein, ich werde das so. Okay. So, während das der Martin einfriert, geht es gleich weiter.
Wir wollen ja versuchen, das Menü gut vorzubereiten und natürlich auch am Heiligen Abend in einer Ruhe dann zu präsentieren oder auch dort dann zu kochen. Ich habe da jetzt schon mal ein paar Sachen natürlich vorbereitet, damit ich natürlich in der Zeit zusammenkomme. Jetzt fange ich gleich einmal an, dass ich mir, das war nur Wasser, jawohl, gleich einmal die Kokos-Maroni-Suppe und natürlich auch die Kürbiscreme herrichte. Ich habe da mal die ganzen Zutaten grundsätzlich alle mal beieinander. Jetzt brauche ich noch einen zweiten Topf für die Suppe. Das heißt, die Suppe und auch die Kürbiscreme setze ich mir gleichzeitig einmal an. Dazu fangen wir einfach mit der Suppe an. Da habe ich einfach meine Schalotten. Nachdem das ja eine Cremesuppe wird, die gemixt wird, kann ich das ruhig ein bisschen grober schneiden, das Ganze. So, zack. Einfach mal grob geschnitten. Dann werden wir da einmal die Hitze auftragen. Da kommt einmal eine Spur Öl rein, damit ich das jetzt einfach anschwitzen kann. Das heißt, die Schalotten rein. Dann habe ich meine Maroni schon vorgegart gekauft. Man kann die natürlich selber rösten, schälen und da genauso dazu verwenden. Das heißt, die kommen da auch gleich mit dazu hinein. Und damit es jetzt nicht nur Schalotten und die Maroni sind, gebe ich gern ganz wenig von einem Sellerie dazu. Das Ganze macht es noch ein bisschen runder und es schmeckt später auch ein bisschen intensiver, einfach weil der Sellerie noch dabei ist. Die Gemüseabschnitte heben wir wie immer auf, die kochen wir da schön in meinem Fond einfach aus, damit ich das auch später für die Suppe zum Aufgießen einfach nehmen kann und ihn nicht einfach nur mit Wasser aufgieße. Das heißt, da ist jetzt drinnen eine Schalotte. Zwei Schalotten. Dann die Maroni. Genau, Maroni. Und Sellerie. Ein Sellerie. Man könnte natürlich jetzt was anderes auch noch dazu geben, wer Pastinaken drinnen haben will oder sagt, ich habe auch gern noch einen anderen Geschmack drinnen, kann ich natürlich genauso da mit dazu hineingeben. Das heißt, es wird jetzt einmal leicht angeschwitzt. Martin, überwacht man das da ein bisschen, damit man das nicht zu dunkel wird, das wird nur so leicht glasig werden. Da haben wir eh schon Hitze drauf, da kommt jetzt die Kürbiscreme gleich. Die Kürbiscreme, geben wir da einfach auch wieder ein paar Tropfen Öl hinein. Dann habe ich da jetzt einfach Hokkaido-Kürbis gewaschen. Aber besser ist, wenn wir es tauschen, dann kann ich da rühren und du kannst da tun. Achso, das ist klar. So, also Hokkaido-Kürbis kann ich in dem Fall gleich mit der Schale verwenden. Wer einen Butternuss- oder Muskatkürbis verwendet, den würde ich einfach schälen. Der Hokkaido lässt sich super mit der Schale gleich verwenden. Das heißt, das Kerngehäuse kratzen wir jetzt einfach mit einem Löffel kurz heraus. Dann werden das grobe Würfel geschnitten und das schwitze ich ganz kurz an. Da kommt dann der Schlagobers dazu und dann, damit wir da nicht zwei Heizquellen brauchen, habe ich meinen Multidampfgarer schon auf Vitaldampf vorgeheizt, weil da kann ich das natürlich irrsinnig gut drinnen weiter garen lassen, damit der Kürbis weich wird, damit ich ihn mixen kann und auch die Suppe später da drinnen fertig ist. Zack. Auf was sollen wir da jetzt warten, bis der Zwiebel glasig ist? Oder? Genau, der Zwiebel darf ruhig schön glasig werden. Gut. So, also jetzt kommt da der Kürbis rein, sondern das wird nachher die Kürbiscreme. Man kann das da jetzt ganz kurz einfach anschwitzen beim Kürbis auch. Oder manche sagen, ich warte nicht so lange, bis das angeschwitzt ist. Die geben da gleich einfach auch wieder hier Schlagobers dazu. Damit natürlich ein bisschen ein Geschmack drinnen ist. Also ein kleines Esslöffel Creme Fraiche dazu. So, also so kurz Creme Fraiche Esslöffel dazu. Dann können wir natürlich da jetzt dann ganz leicht gleich würzen. Das heißt, nachdem es Kürbis ist, das wirkt ja auch leicht süß, passt immer Zucker dazu. Vielleicht eine Prise Salz, so 1, 2, 3, zu viel. Wichtig, vielleicht noch Pfeffer. Magst du scharf? Ja, also nicht zu scharf, aber würzig kann schon sein. Würzig machen wir es, passt ganz gut. Wer jetzt natürlich noch Muskat dazugeben möchte oder Trüffelöl, würde natürlich auch gut passen. Kann ich da alles hineingeben, damit ich das jetzt weich kochen kann, damit es am Herd nicht anbrennt, weil da ist immer mit der Hitze schwierig zu arbeiten, einmal zu viel, einmal zu wenig. Tue das Ganze jetzt einfach dämpfen. Vitaldampf 99 Grad habe ich da vorgeheizt und da stelle ich jetzt meine Kürbiscreme einfach dazu hinein und da dämpfen wir das gute 15-20 Minuten. Später wird die aufgemixt und dann ist die eigentlich schon fertig. Bei der Suppe geht es weiter. Wir haben das da angeschwitzt, das hat eine leichte Farbe auch bekommen, da gießen wir jetzt einfach auf. Das heißt, im besten Fall, weil es ja Kokossuppe ist, kommt natürlich Kokosmilch dazu hinein. So.
Ich liebe ja das Oberlevel. Ist die gesüßt, ungesüßt? Da gibt es ja diese Kokosmilch, gibt es ja in allen möglichen Varianten. Also das ist das ganz normale Ungesüßte. Okay. Süß schmeckt natürlich alle ein bisschen von der Frucht. Ja. Aber es gibt natürlich da gesüßtere. Wenn natürlich so Maroni-Püree verwendet, da muss man auch darauf achten, das sind oft gesüßte Pürees. Die könnte ich natürlich auch dazu verwenden, nur wird die Suppe halt sehr süß werden im Endeffekt dann. Manche mögen das, manche vielleicht nicht. Daher da vielleicht auf achten, dass ich eher dann vakuumierte, vorgegarte oder vielleicht frische Maroni, die ich mir selber röste, einfach nehme. Muss man bei der Kokosmilch auf irgendwas aufpassen, dass das vielleicht nicht nochmal aufkochen darf, dass dann ausflockt oder ist wurscht? Nein, das kann ruhig kochen, weil ja das sowieso grundsätzlich später nochmal aufgemixt wird. Das heißt, jetzt kommt dann auch noch ein bisschen Schlagobers dazu rein. Sahne. Sahne oder Schlagobers, genau. Dann habe ich natürlich auch hier noch einmal eine gute Portion Creme Fraiche. Also soll schon ein guter Geschmack drinnen sein bei den Feiertagen. Also abnehmen tun wir nach Weihnachten. Genau. Nicht zu Weihnachten. Nein, das machen wir nach Weihnachten. Da kommt noch ein zweiter Becher dazu rein, damit wir einfach genug Suppe machen. So, da la. Herrlich. Mm. Dann auch hier können wir wieder würzen. Leicht Zucker. Vielleicht noch eine Prise Salz. Und auch ganz wichtig, damit wir genug Suppe haben, weil das ist natürlich jetzt richtig deftig, kommt noch der Gemüsefond dazu. Das heißt, jetzt gießen wir da von meinem Gemüsefond was zu. Dann könnt ihr schauen, was für schöne Farbe der hat. Ich habe da am Nachmittag den schon angesetzt. Wurzelgemüse, die Schalottenschalen oder auch das ganze Gemüse, was mir während dem Kochen abfällt. Kochen wir ein, wir nehmen, arbeiten gleich mit aus. Weil ich heute halt den Vorteil habe, dass ich jetzt nicht mit Wasser aufgießen muss, da, sondern einfach da einen Fond. Und wie wird der so dunkelgelb? Von der Zwiebelschale. Also die Zwiebelschale und natürlich auch das Gemüse gibt da irrsinnig viel Kraft und Farbe rein, wenn man da schaut. Gold, Herr Kameramann, einmal in den Topf. Können wir noch mal kurz ein bisschen reinzoomen. Da kriege ich natürlich jetzt so eine schöne goldgelbe Farbe. Aber ist das nur die Schale? Da sollst du dir vorher anrösten, die Zwiebeln. Manche rösten den vorher an. Ja. Also du bei dir ist wirklich nur die Schale? Bei mir ist nur die Schale drin. Also da ist nur das Wurzelgemüse und eben das Gemüse mit drinnen. So. Okay. Also das kann ich jetzt natürlich da am Herd kochen. Da habe ich natürlich die Möglichkeit, dass ich da immer drauf schauen kann. Und manche wollen immer so gern kochen, weil die wollen immer so nicht so mitkosten und mittatzen. Also du hast noch nichts, gell? Nein, ich habe noch nichts. Aber die, weil das doch etwas schnell geht. Ja, die Rezepte, muss man jetzt auch gleich am Anfang dazu sagen, haben wir schon alle fertig als PDF. Die stellen wir dann in die Gruppe. Ja, klar. Die kommen dann in die Gruppe. Das heißt, es muss jetzt keiner daheim hektisch mitschreiben. Nur aufs Zuschauen konzentrieren. Und die Rezepte haben wir dann als PDF und stellen sie dann nach dem Stream in die Gruppe und kann man dann anschauen. So, ein bisschen Pfeffer. Ein bisschen Pfeffer noch dazu, was man halt drinnen haben will. Manche geben vielleicht einen Schussal Wein, Champagner oder sonst irgendwas mit hinein, damit man dann einfach nur Dynamik von Säuren oder irgendwas dazu hineinbekommt. Ich würde es jetzt nicht am Herd kochen, weil vielleicht geht es mir über, da kann ja was passieren. Ich nehme jetzt wieder den Multidampfgarer dazu, weil der läuft ja im Hintergrund sowieso mit der Creme. Das heißt, auch hier habe ich die Möglichkeit natürlich, die Suppe mitzukochen drinnen. Dämpfen wissen wir ja, Vitaldampf ist ja grundsätzlich dasselbe wie im Wasser zu kochen. Das heißt, während da jetzt meine Creme oder die Suppen kocht, kann ich natürlich auch das Gemüse für die Hauptspeise gleich mitdämpfen. Das heißt, ich nehme da jetzt wieder so ein Garschalen-Set oder Garschalenbehälter einfach. Da habe ich jetzt, da drehen wir kurz ab. Ich werde da mal eine kleine Grundreinigung vornehmen. Okay. In der Zwischenzeit lenke ich da ein bisschen ab, weil ich so sauber gearbeitet habe. Zum Gemüsedämpfen nehme ich immer gerne das Lochblech, weil wir wissen ja, der Dampf, der drinnen ist, kondensiert zurück zu Wasser und perlt ab. Das macht er nicht nur auf der Glasscheibe, sondern auch im Gemüse. Somit sind die Lochbleche eben da, damit das abtropfen kann. Jetzt laugen wir den Geschmack, Vitamine, Nährstoffe und Co. nicht mehr aus dem Gemüse aus. Es bleibt da die Farbe wesentlich besser erhalten und natürlich ganz wichtig, der Geschmack bleibt drinnen. Der Martin hat sich unbedingt noch Trüffelkartoffeln dazu gewünscht. Ja, mir hat irgendwie eine Beilage gefällt. Ja, eine Beilage gefällt. Ich habe gesagt, der Blätterteig reicht bei so einem Menü. Aber wir dann noch ein paar Trüffelkartoffeln dazu, die dann mal gleich noch mitdämpfen. Jetzt habe ich ja die Möglichkeit, dass ich die Kartoffel mitdämpfe. Damit was ist das für eine Sorte, weil die so violett sind? Violetta oder Trüffelkartoffel. Ah, die heißen tatsächlich Trüffelkartoffel? Ja. Manche sagen wahrscheinlich auch Negreskartoffeln, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das hundertprozentig richtig ist. So genau weiß ich es auch nicht, aber Trüffelkartoffel oder Violetta, eben durch die Farbe, kann man dazu sagen. Ich lasse die Schalen da jetzt auch gleich mit oben. Man kann sich natürlich die Arbeit machen, diese kleinen Dinger da schön. Aber wir lassen das da gleich einfach drauf. Dann können wir natürlich jetzt auch gleich noch sagen, unser Gemüse schälen wir gleich. Irgendwo noch einen Sparschäler gehabt. In der nächsten Lade. Na? Da war er. Lade Nummer 4 war es. Das heißt, das Wintergemüse, da haben wir auch wieder
Aber ich ziehe die Kommentare. Die waren weg. Die Daniela Lachmeier sagt, piep auf Kalorien her mit dem Geschmack. Na, recht hat sie. Zum Diät-Weihnachtsmenü noch anbieten? Bitte? Ein Diät-Weihnachtsmenü. Nein, also wir machen viel über kein Diät-Weihnachtsmenü. Okay. Auch hier wieder die Gemüseabschnitte vom Wurzelgemüse nicht wegschmeißen. Bitte vorher einfach auskochen, damit wir zumindest den Geschmack noch mal sichern. Auch beim Karottal. So, das stellen wir auch noch schön runter da. Da werden wir jetzt gleich einen Feng Shui-Schnitt machen, Martin, den zeige ich dir. Was ist der Feng Shui-Schnitt? Den zeige ich dir gleich. Das sind da schön. So, also schön geschnitten. Wurzelgemüse. Dann kommt das da auch noch dazu hinein. Die Abschnitte heben wir natürlich auch auf. Die geben wir da auch noch an Geschmacken. Hoppala. Die Pastinaken schneiden wir einfach in längliche Streifen und dann so Rauten einfach dazu. Das passt ja da gleich mit drauf. So, zack. Und jetzt bei der Karotten kriegst du den Feng Shui-Schnitt. Dazu lege ich mir parallel her mal die Karotte. Das Messer im 45 Grad Winkel angesetzt und schneiden wir einmal ab. Jetzt drehen wir die Karotten um 90 Grad und schneiden dann wieder weiter. Und das machen wir so lange, bis die Karotten quasi gar ist. Und dann kriegen wir da so nette kleine Dreiecksstücke. Das schaut immer ganz lieb aus. Und der heißt Feng Shui-Schnitt tatsächlich? Der heißt Feng Shui-Schnitt. Aha. Mhm. Auch ein Sellerie noch dazu, klein geschnitten, damit wir nette Deko dann rundherum haben. Das werden wir jetzt einfach mal ganz kurz andämpfen. Alles. Ein Karottel haben wir auch noch da. Zack, zack. Auch noch da dazu, also ein bisschen drinnen, weil die werden wir nachher noch mitbraten, damit wir da Farbe drauf kriegen. Jawohl. Das werden wir nur mehr aufwärmen, damit wir es haben. Dann Powerfrucht zu Weihnachten. Kohlsprossen. Kohlsprossen, ganz genau. Kohlsprossen, da muss ich zuputzen, das heißt die obersten Blätter einfach, die nicht so schön sind, weg. Wir lassen die auch im Ganzen, weil dann passen die von der Größe her mit allen zusammen, dann können wir das ja gleichzeitig dämpfen, damit die auch noch schön bissfest bleibt. Beim Dämpfen verlieren wir ja die Farbe nicht so, das heißt, die bleibt intensiver drauf und wir müssen das nicht unbedingt kalt abschrecken. Also schön zuputzt, einfach da die Kohlsprosse. Jetzt eine Frage zu den Garzeiten, so eine Kohlsprosse ist ja relativ kompakt, ja? Ja. Im Gegensatz zu so einem Stickerl Peterwurzen. Pastinaken, ja. Pastinaken. Die Gardauer, wird das nicht ganz wach, bis das ein bisschen weicher wird, oder ist das egal in dem Fall? Also grundsätzlich schaue ich beim Garen jetzt in diesem Gesamtmaß, dass ich die Karotten schön bissfest habe und die Kohlsprossen. Die Pastinaken darf meines Geschmacks ruhig weicher sein. Das Süße bleibt ja gut drinnen. Okay. Das heißt, Pastinaken darf ruhig weicher sein, Sellerie kann auch weicher sein, Karotten und die Kohlsprossen bleiben schön knackig. Die Kartoffeln darf man nur andämpfen, damit sie angegart sind und später legen wir es zum Rinderfilet Wellington so, ja, dazu. Da braten wir das einfach nachher mit, damit wir Farbe drauf kriegen und dann gehen wir mit der Temperatur und alles miteinander werden okay. Wir dann gleichzeitig nochmal kurz einfach aufwärmen. Beziehungsweise nicht aufwärmen, sondern wir sagen regenerieren, das klingt einfach viel schöner. Ja, aber das stimmt. Aufwärmen, aufwärmen ist was anderes. Genau. Regenerieren ist wieder ganz einfach anders. Ich habe gestern gemacht dieses Chicken Butterfly und dann am Abend regeneriert und das schmeckt halt anders, wie wenn ich das in der Mikrowelle aufwärme, wo man außen alles brennheiß wird, innen ist kalt und außen verbrutzelt der Saft. Genau. So, also das Gemüse habe ich da jetzt mal fertig. Das stellen wir uns da gleich mal auf Seiten. Die Gabi Dreisger fragt, wann erscheint dein Kochbuch, lieber Markus? Das ist eine gute Frage. Heikles Thema. Ja. Das ist eine berechtigte Frage. Wann erscheint sehr berechtigte das Frage. Also grundsätzlich hätten wir vorgehabt, dass am 15. November heuer fertig wird. Es sind noch ein paar Sachen gewesen. Wir haben noch Videos dazu gemacht zum Zubehör, zu den Geräten, zu den Einstellungen. Jetzt haben wir da im Verzug noch gekommen und vor Weihnachten noch einen Druck zu bekommen. Leider Gottes ist das nicht mehr möglich gewesen. Es wird Anfang Jänner sein. Also grundsätzlich in der Gruppe wird die ersten werden es dort wissen, wenn es wirklich soweit ist. Wir werden es dann, wenn es soweit ist, im Druck nur publizieren, dass es jetzt wirklich dann losgeht. Und wie gesagt, leider unter dem Weihnachtsbaum noch nicht. Aber vielleicht einfach einen zweiten Multidampfgarer wünschen und mit dem Kochbuch, dann kann man ja wunderbar parallel arbeiten. Das heißt, ich habe aber heute dabei nur einen. Jetzt kann ich da natürlich noch mitarbeiten, dass ich mein Gemüse da noch kurz mitblanchiere. 10 Minuten, das heißt, Türe auf, oben habe ich schön Platz. Jetzt kann ich da noch mitdämpfen. Ich richte mir da jetzt mit diesem Glöckchen so einen kleinen Kurzzeitwecker. Das heißt, die 10 Minuten, damit mich der daran erinnert, dass ich das noch mit herausgib. So, 10 Minuten laufen, jetzt geht's weiter. Was haben wir jetzt drinnen? Wir haben jetzt drinnen im selben Gerät die Maroni-Kokoschaumsuppe. Die Creme für die Vorspeise. Kürbiscreme für den Fisch. Ganz genau. Und das Gemüse gleich einmal für die Hauptspeise dazu.
Was? Die Suppe könnte man natürlich am Vortag schon machen, wenn man Zeit hat. Passiert ja nichts über Nacht, schön sauber abdecken einfach. Die Creme kann man auch vorbereiten. Da habe ich dann nachher noch so einen kleinen Tipp dazu, wie ich das machen kann. Mhm. Und das Gemüse kann ich auch vorblanchieren. Das lasse ich ja auch am Vormittag vorbereiten, wenn man Zeit hat. Okay. Dass ich am Nachmittag halt dann die Suppen ganz normal am Herd wieder wärme, weil wir wollen es aufschäumen, damit es eben schön locker ausschaut. Mhm. Die Creme braucht nur lauwarm sein bei der Vorspeise. Wir werden es als lauwarme Vorspeise machen. Das heißt, das muss nicht brennheiß sein, ja, weil wir haben bei 80 Grad, wir haben auch einen Fisch noch Niedertemperatur garen, bei Biogaren und oben das Gemüse später einfach nochmal dazu, damit das gescheit heiß wird. Jetzt brauche ich noch schön eine Pfanne. So, das stellen wir auch gleich zu. Jetzt brauchen wir gleich die Pilze für die Pilzcroustons oder Crostinis. Da habe ich jetzt einfach Mischpilze genommen. Dieselben Pilze nehme ich auch gleich noch zusätzlich für mein Düxelles, das dann später ins Rinderfilet Wellington eingefüllt wird. Düxelles ist die Füllung. Genau, ist die ja. Füllung. Da kommen halt dann noch Kapern dazu. Mhm. Da habe ich so kleine Glaserl. Ich kaufe da immer gleich 5, 6, weil die haben wir immer gerne daheim zum Würzen. Das ist so italienische Geheimzutat, Kapern oder auch Sardellen. Jetzt schneiden wir sie die Schalotte gleich mal schön klein. So, lala. Finger, so in der Gruppe hat jemand gemeint, ob dein Kochbuch vor dem Berliner Flughafen rauskommt. Oder gleichzeitig als Geschenk in Berlin. Ja. Nein, wir sind ja Österreicher, das geht flott. Das muss man mal so sagen. Ja, wir geben Gas. Da muss man sagen. Und ich sehe genau als Koch in der Weihnachtszeit, ich komme nicht mehr dazu, dass man mit dem Flock zusammensitzt. Also das muss man schon auch sagen, ja, dass genau da jetzt natürlich wieder. Stimmt, also ich habe das eh gesagt, wir haben 327 Kochveranstaltungen in Österreich übers Jahr. Das heißt, man kann sich vorstellen, wie ihr unterwegs seid. Du, die Angelika, der Franz, der Herr Sperringer, der Romano als vierten Koch. Das ist wirklich eine Masse und da bleibt nicht viel Zeit für den Rest über. Ne? Ja, Sommerpause. Bis? Nee, Juli bis August ist immer Sommerpause. So also ja, Sommerpause, ja, aber ja, jetzt ist Pause bis Anfang Jänner, dann geht es weiter. Ne? Nein, ich bin auch Weihnachten im Einsatz, über Weihnachten. Ja, aber tun wir da kein Öl rein, nur so? Nein, das werden wir jetzt mal so anschwitzen gleich. Okay. Also du kannst zum Beispiel auftragen, genau, super. Weil immer nur mit Öl zu kochen, das ist ein bisschen langweilig. Das heißt, ein Schuss Butter. Ein Esslöffel. Das passt halt okay, auch gut. Du lässt halt gleich das Löffel da zum Umrühren. Wobei Holzkochlöffel sind immer ist besser. Gescheiter, ne? Geben Sie her. Ja, weil es beim Mikrofon nicht so schlagen. Klick, klick, klick. Stimmt. Sind ein bisschen angenehmer dann. Für den Tonmann besser. Zum Hören auch. Was ist da die Aufgabe? Glasig. Glasig. Machen wir. Aber nicht zu schnell, weil ich muss nebenbei da jetzt die Pilze nämlich fein hacken. So, was passiert jetzt mit dem Alm? Das schwitzen wir jetzt an. Das wird ein Teil gleich für unsere Crostinis. Das heißt, da werden wir einen Teil auf Seiten geben. Und in den anderen Teil kommen dann die gehackten Kapern dazu rein. Die Schalotten haben wir ja schon mit drinnen. Das heißt, die Crostinis kommen in die zur Suppen dazu. Suppe. Zur Suppe dazu serviert oder man kann es natürlich ja auch reingeben. Das heißt, jetzt fein gehackt einfach die Schwammerl dazu. Da wäre natürlich auch eine Moulinette ganz gut. Ich, wie gesagt, bis ich das Gerät wieder raus tue und wieder rein tue, dabei habe ich es einfach schon. Naja, weil du die Routine hast. Ne? Das heißt, bis ein Durchschnittskoch das schneidet, dauert es länger. Wahrscheinlich, ja. So. Welche Pilze sind das? Austernpilze, oder? Austernpilze, Kräutersaitlinge und ein paar Pfifferlinge, beziehungsweise Bayerschwan sind da noch mit dabei. Okay. Es duftet. Aber die Pilze brauchst du keine Sorgen machen, weil man kann jeden Pilz einmal essen, mindestens. Entschuldigung, ich war jetzt unaufmerksam. Also macht nichts. Ich habe jetzt gelesen. Du kannst jedes Schwammerl einmal essen. Achso, jedes einmal, ja, ja. Manche öfters. Ja, da gibt es ja eigene, also in Österreich gibt es, ich weiß nicht, ob es in Deutschland gibt, eigene Stellen in jeder Stadt, wo du hingehen kannst, einen Schwammerlbefund begutachten lassen und die sagen, ob das giftig ist oder nicht. Ne? Okay. Das gibt es tatsächlich, weil da viel passiert ist. Glaube ich. Aber die man beim Biller und Merkur und Spar findet, die sind alle ja, also sehr geeignet. Grundsätzlich wäre ja die Basis einfach Champignons für dieses Düxelles. Ich habe aber so eine Pilzmischung jetzt noch schön gehabt, aber ich habe gesagt, jetzt nehmen wir mal gleich das dazu, damit wir da jetzt ressourcenschonend auch arbeiten. So. Frage? Die Frage ist, ob wir Pflastergriff bereit haben. Die haben Angst um deine Finger. Also, au! Nein, also du hast die Routine, oder? Da wird nicht viel passieren. Zumindest über rotes Brett fällt es nicht so auf. Stimmt. Und die Schwammerl sind noch weiß. Passiert nichts. Das heißt, das ist jetzt die Füllung vom
Crostini und vom Rinderfilet. Beides. Ja. Ich glaube, wir brauchen da noch ein bisschen mehr Butter, oder? Das nicht. Passt schon ganz gut. Also das gehört jetzt so lange geröstet, damit das Wasser von den Schwammerl gut rausgeht, damit später beim Filet Wellington nicht zu viel Flüssigkeit drinnen ist. Das Rinderfilet lässt irrsinnig viel Wasser aus, damit die Schwammerl das ein bisschen wieder aufsaugen. Sonst rinnt das Rinderfilet später auf dem Blech umeinander, auch am Teller natürlich, das schaut nicht so schön aus. Oder das Crostini würde es mir komplett verwassern, dann ist das nicht mehr so richtig knusprig, wie man es haben will. Daher muss das wirklich gut geröstet werden und langsam eben, damit die Masse gut austrocknet, damit wir schön verwenden können. Und was passiert, wenn das nicht austrocknet? Ja, dann wird es ja wasserig werden, dann wird das Crostini halt nicht ganz knusprig. Knusprig wird sicher, weil wir dann später bei 210 Grad feucht gar niederhängen, damit es richtig knusprig wird. Okay. Aber wenn natürlich das dann durch die Hitze wieder Flüssigkeit lässt, dann weicht es leicht auf und es schmeckt halt dann nicht so schön oder schaut vielleicht nicht so schön aus. Gerade beim Rinderfilet dann, wenn man das aufschneidet und es rinnt halt schon der Saft vom Fleisch und vom Schwammerl auch raus. Ja. Dann schwimmt es richtig. Das heißt, Fleisch saftig und Fülle soll keine Flüssigkeit lassen. Ganz genau. Das ist Ziel der Übung. So sollte es sein, genau. Gut. So, das werden wir jetzt gleich mal dann einmal mit Kapern auch noch machen. Ein bisschen mehr Gas geben wir mal. Ja, genau, der ist ruhig ein bisschen nachgefahren. Also gerade solche Hockübungen sind auch gute Übungen, dass man Schneiden eben lernt. Also schön parallel immer herstellen, das Messer gerade halten und dann am besten so aus dem Handgelenk raus. Wiegeschnitt. Genau, so Wiegeschnitt und dann halt schön nach vorne, Finger schön einziehen, das Messer leicht weg vom Finger, dann schneidet es eben oben, dann geht es im Normalfall nicht rein. Aber das Schneiden lernt man auch nicht in Tagen oder Stunden, sondern eben genau in den roten Litern. Das heißt... Mit viel Blut und Einsatz. Genau, so ist es. So, das haben wir jetzt kurz auf Zeit, das ist ja trocken. Passt gut. So. Jetzt haben wir da auf Zeit. Und dann schon einmal drüber gefischt. 2 Minuten 30 noch, bis unser Gemüse fertig ist. Sehr gut. Das Gemüse, das Thailand-Gemüse fürs Beef Wellington. Genau. Ja. Fürs Filet Wellington ist Gemüse drin und das dämpft jetzt kurz 10 Minuten drunter. Ist die Suppe für alle, die jetzt dazu eingeschaltet haben. Und nebenbei haben wir die Kürbiscreme, die einfach nachher zum Fisch aufs Teller kommt. Werden wir dann noch schön aufstreichen. Der Geri fragt, ob auch die Arbeitsschritte im PDF erklärt sind. Ja, sind sie. Es ist nicht nur eine Zutatenliste, sondern... Grundsätzlich ist alles sehr gut erklärt von den einzelnen Rezepten, jetzt einmal, Geri. Aber wie der Zusammenhang richtig ist, das ist am besten über Livestream einfach anzusehen. Ich werde noch meine Mitschrift irgendwie versuchen, dass wir das auf Deutsch hinbringen, wo halt das alles wie... Soll das, oder vielleicht füllen wir es nochmal kurz ab. Meine Handschrift ist natürlich schwierig. Ich glaube, das muss man anders machen. Das ist Apotheker. Für den Geri ist wichtig, wenn man mit Dampf arbeitet, machen wir keinen Deckel zu beim Kochen. Genau. Das Dampf, ist einfach das Wichtigste. Der Dampf sollte grundsätzlich immer zum Produkt dazukommen. Der bewirkt ja was. Genau. Also wie beim Bügeln, geht es auch schöner mit Dampf. Ne? Stimmt. Das weiß ich sogar als Mann. Naja, du wirst ja auch bügeln, oder? Ja, ich bügel auch. Und alles. Schön meine Schürzen Hemden. Meine Hemden. Okay. Also wenn jetzt keiner... Wie soll man sagen? Also ab und zu bügel ich Hemden auch. Sagen wir es neutral. So, ich gehe weiter zum nächsten Blech. So. Jetzt wird es langsam aber sicher damit die Vorspeisen interessant. So, also viel Flüssigkeit kommt da jetzt nicht mehr raus, oder? Ja, es passt. Es soll wirklich schön trocken sein. Wir können es noch leicht würzen, das heißt salzen, das hilft oft auch nur, dass die Flüssigkeit... Petersil oder so kommt da nicht rein, oder was ist das? Thymian, oder? Thymian habe ich da noch. Okay. Aber die würde jetzt nicht ewig mitschwitzen, weil sonst verlieren wir die ganzen ätherischen Öle und Geschmacken. Außer ich habe getrocknete Kräuter, dann kann ich die natürlich von Anfang an dazugeben, damit sie die einweichen und dann auch den Geschmacken einfach abgeben. Was ist eigentlich intensiver, getrocknete Kräuter oder frische? Frisch. Frisches, okay. Ich finde frische Kräuter intensiver, weil die gebe ich erst kurz vor fertig werden einfach dazu. Ja. Also da besser schmeckt. So, ich hoffe, das ist fein genug, sonst hast du da mit dem Thymian zwei auch gleich einen Zahnstocher nachher mit dabei. Gut, das ist jetzt Butter, Schalotten, diese Pilzmischung, Salz, Pfeffer. Genau. Und ein bisschen Thymian. Genau. So, das Gemüse ist fertig. Das heißt,
10 Minuten habe ich das da jetzt einmal ganz kurz angedämpft. Wir zeigen das da kurz her, wie das jetzt ausschaut. Da machen wir zu, da kann es ruhig noch weitergehen. Ich habe da jetzt eben einfach schöne Farbe drauf. Die Kartoffeln sind leicht mit angekocht, das heißt später brate ich die noch fertig. Die sollen auch noch Farbe kriegen, beziehungsweise leicht knusprig werden und natürlich auch gar. Die Kohlsprossen sind fertig. Da haben wir auch eine schöne Farbe drauf. Die stelle ich jetzt einfach da mal auf meine Habenseite da hinterer. Nicht, dass wir es halt vergessen dann. Also wir haben eine Warmhaltelade und da kommt es rein dabei. Aber die ist kalt. Achso, das ist nicht okay. Warm. Also das ist, also ist nur auf die Seite. Nur kalt, damit es auf der Seite ist. So, was haben wir da jetzt? Ein Brötchen. Jetzt fange ich da gleich mal mit den Crostinis an. Also schneiden wir das so. Ist das 0,5 cm dick? Ja. Ich glaube, das passt ganz gut, 0,5 cm dick. Genau. Die kann ich mir auch am Abend, wenn es soweit wird, wenn ich das natürlich jetzt auf Zeiten geben würde, weil ich es am Vortag mache, dann würde ich es einfach in eine Schüssel geben, Kühlschrank stellen, leicht abdecken einfach. Oder ich mache mir halt dann am Nachmittag, bevor das Weihnachtsmenü losgeht, diese Crostinis vor. Das heißt, ich nehme mir einfach ein Backblech. Dort kommen die einfach auf. Martin, kannst du mir noch mal kurz Wasser bitte? Wassermenge nicht ausreichend. So, dann kann man natürlich, damit der Geschmack aufs Brötchen kommt, vielleicht dezent mit Butter bestreichen. Das gibt natürlich noch einen Geschmack dazu. Ein Teil von der Masse geben wir jetzt einfach auf Zeit, damit es überkühlen kann, sonst geht man die Butter da gleich komplett. So. Abgeschmeckt habe ich das Ganze ja. Das ist kurz leicht aufgestrichen, damit es einfach schneller abkühlt. Da schwitzen wir noch ganz kurz die Kapern mit, damit die auch noch Feuchtigkeit lassen. Das ist dann gleich die Fülle fürs Rinderfilet. Okay, das heißt, die Masse ist eigentlich gleich für beides, nur beim Rinderfilet kommen die Kapern noch dazu. Ja. Okay. Ich habe das übersehen, wie ich das Menü geschickt habe, dass bei der Kokossuppe das Pilzkrustini noch dabei war. Ja. Sonst hätte man noch was anderes machen können, aber dann war es ja eigentlich schon. Kein Problem, ist ja eigentlich einfacher, weil es ein Arbeitsschritt ist. Ne? Ja, und das passt gut dazu. Ja. So, ein bisschen raucht es noch. Jetzt kommt einfach auf die Crostinis da, abgeschmeckt, die Schwammelmasse schön drauf. So. Also das aufgeschnittene Weißbrot. Butter, genau. Und dann die Baguette. Masse rauf. Genau, ein bisschen ein Hauchel Butter. Geht natürlich auch mit Olivenöl. Wie gesagt, ich koche jetzt nicht so gerne mit Butter. Oder ein Gantelschmalz war wahrscheinlich auch nochmal ganz gut. Mhm. Aber so Sachen stehen halt dann nicht im Rezept. Alle Tricks verraten der Copperfield oder der Zauberer auch nicht. Genau, das gibt's nur live. Das gibt es noch live. Siehst du, du lass noch ganz kurz und dann putzen wir das einfach da in die Schüssel, dann können wir die Pfanne gleich zum Abwaschen geben. Das können wir jetzt einfach auf Seiten stellen, kühl lassen und später, wenn wir es dann brauchen, wenn es zu weit ist mit der Suppe, schieben wir das kurz dann in den Multidampfgar rein, damit wir das wieder auf Temperatur kriegen, damit wir dann mit dem Menü weitermachen können. Es geht gleich einmal Richtung Fisch jetzt da. Vorher machen wir nochmal einen Pumpernickel. Pumpernickel ist Roggenvollkornbrot, das gibt es fertig zum Kaufen. Ich weiß nicht, ob sowas zu Hause wer selber macht. Ich bin da zu wenig Bäcker, damit ich das kann. Das ist relativ gut haltbar, schmeckt auch gut, wenn man da vielleicht mal nur Lachstartar drauf tut oder vielleicht dann Sauerrahm-Dip, ein bisschen Kaviar dazu oder was Fischiges und Räucherlachs. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, damit man auch so nette Vorspeisel dann hat, so kleine Happerl, Cannabis. Könnt ihr natürlich auch vor dem Menü noch servieren, weil es einfach gleich schöne Portionen grundsätzlich sind. Bei dem Pumpernickel passiert aber nicht recht viel, das tue ich einfach klein hacken. Dazu habe ich einfach eine ganz normale kleine Moulinette. Da kommt der Pumpernickel dazu hinein und das wird jetzt dann ganz fein gemixt. Wer natürlich will, sagt, naja, wir werten das auf. Da kann ich natürlich jetzt noch einen Hauch Thymian, Rosmarin, Kräuter dazu hineingeben, die man vielleicht haben will. Damit man einen zusätzlichen Geschmack hat, wer natürlich sagt, ich mag so eine leichte Schärfe drin haben, Pfeffer oder vielleicht ein bisschen Chili, einfach dazu hinein. Dann ist das schon fertig, das heißt, es wird jetzt nur mehr fein gehackt und das kommt dann später so draufbröselt auf die Creme. Das heißt, wir haben da einen Fisch dann, die Creme, Pumpernickel und dann noch ein paar andere Sachen. Das erklären wir aber dann gleich noch, wie das funktioniert. So, ich bin im Bild, dass man das sieht. Schaut gut aus. Fein genug. Und ein bisschen noch. Bisschen. Passt.
So, da haben sie einmal alle munter wahrscheinlich jetzt, oder? Also jetzt ist da das, diese Pumpernickelerde fein gehackt einfach. Die können wir nachher kurz mit aufwärmen, dazu am besten in eine ganze Schüssel dazu hineingeben und dann beim Fisch bei den 80 Grad stellen wir das einfach mit rein. Das lassen wir jetzt aber mal kurz bei der Seite einfach noch. Da haben wir noch schnell Platz. Das passt auch, Martin. Das darfst du mir schon passt in die Schüssel. In die Schüssel hineingeben, genau. Wunderbar. Damit es einfach jetzt mal abkühlen kann. Mit meinem Fisch geht es weiter. Ich habe mir da jetzt einen Lachsforellen heute mitgenommen. Es geht natürlich Saibling oder ein normaler Lachs genauso. Den werden wir ja nur Niedertemperatur garen. Das heißt, bei 80 Grad, so ca. 20-30 Minuten, je nach Dicke, muss man da vielleicht immer drauf schauen, damit er nicht gar wird. Das Eiweiß sollte nicht gerinnen. Wer da Bedenken hat, kann natürlich höher mit der Temperatur aufgehen, damit er gut durch ist. Oder wer sagt, naja, das passt schon gut, ich habe den vielleicht selber aus dem Teich rausgefangen oder was, wirklich Top-Qualität, dann könnt ihr den auch nur bei 55 Grad machen. Allerdings dauert es halt einfach wesentlich länger. Damit man die Gräten rausbringt, ist so ein Grätenpinzetten ganz gut. Das heißt, eigentlich sind sie eh alle schon schön rausgezupft. Wie sehe ich Gräten? Also, ich möchte gar, wenn es außer steht. Aber woher weiß ich jetzt, weil er kocht, du fährst immer zielsicher dorthin, wo du Gräten. Ja, grundsätzlich, die Anatomie vom Fisch ist so, da sind die Bauchgräten, also die Rippen. Und da sind halt dann die Y-Gräten drinnen. Das heißt, da, wenn ich so drüber fahre, oder manche fahren also mit dem Messerrücken drüber, dann spürt man es auch, die Gräten stöhnen sie leicht auf. Okay. Und dann weiß ich, da ist wieder Gräten drinnen. Und diese Bauchgräten sind ja relativ heraus. Das sind auch diese Y-Gräten wahrscheinlich. Genau, die zupft man, sein könnten. Die habe ich schon. Oder ja. Das hat mein Fischhändler eigentlich schon relativ gut herausgezupft. Mhm. Das passt schon mal schön. Okay. Dann kann man natürlich jetzt sagen, ich lasse die Haut oben oder wenn ich die nicht mag, entweder mit einem Zug runter oder auch nach dem Niedertemperaturgaren geht die ganz leicht runter. Das heißt, wir können die nachher auch noch runterzupfen. Ich portioniere mir das dann einfach in meine Stückchen, wie ich es haben will. Unten bei der Bauchlappen habe ich eh schon sehr großzügig einfach zugeputzt. Das heißt, das Fett, das halt dort anfällt oder auch die Flossen, die drauf sind, habe ich mir weggeschnitten. Das heißt, oben weg und unten sind die eigentlich auch schon schön weggekommen. Dann portionieren wir das halt, je nachdem wie groß oder klein man die Stücke haben will, dann als Portion oder wie viel das man halt braucht. Das ist eher größer. Damit man. Noch größer. Größer oder kleiner. Größer kleiner. Ich glaube, das passt so ganz gut. Ja. Dann brauche ich natürlich ein Blech. Da ist jetzt natürlich ganz gut, dass man da jetzt mit Hauch Olivenöl drauf arbeitet oder so. Ich nehme halt statt Olivenöl einfach immer so eine Spur Butter, damit man das halt nicht festbiegt. Es gibt einen guten Geschmack. Das kommt jetzt da einfach wieder drauf. So, jetzt. Das heißt, Hautseite nach unten? Hautseite nach unten, damit ich ihn auch würzen kann. Okay. Hautseitig würzen bringt beim Fisch nichts, der ist wasserdicht, das heißt, Salz geht auch nicht durch rein, darum einfach hautseitig. Das heißt, jetzt noch leicht salzen. Wir können ja nachher dann noch Fleur de Sel draufgeben, dann hat der Martin noch so einen leichten Salzknack einfach mit im Mund drinnen. Eine Zitronenzeste, was man da drauf haben will, passt auch ganz gut. Thymian haben wir da, das kommt drauf, ein Hauch Pfeffer. Ist das egal, wie man das salzt, weil bei Fleisch ist immer die Diskussion, salzen vor dem Zubereiten oder nicht, verliert das Flüssigkeit oder nicht, oder ist das beim Fisch egal? Also wenn ich mir das jetzt so herrichten würde, schon am Vortag, Folie drauf, die Kräuter, der Pfeffer passt, dann würde ich kein Salz drauf geben. Dann natürlich, das Salz beizt man oder lagt man natürlich auch den Fisch aus, dann würde ich es nicht machen. Jetzt kommen dann gleich die Suppe und die Creme raus, wir lassen das Gerät kurz abkühlen, dann bei 80 Grad kommt der Fisch rein, die Creme da mal aufmixen, den Pumpernickel haben wir fertig, da sind die anderen Kriterien, die wir noch für die Vorspeise brauchen und du kannst dann schon essen. Das heißt salzen unmittelbar vor der Zubereitung? Ganz genau. Heißt das? Okay. Was ich noch dazu gemacht habe zum Fisch, das muss ich gleich noch erklären, ein paar geröstete Kürbiskerne einfach im Kernöl drinnen. Das ist so ein Kürbiskernpesto, das passt ganz gut dazu, gibt eine farbliche Abstimmung, schmeckt natürlich super schön nussig. Also nur Kürbiskerne mit Kürbiskernöl, kein Öl, kein Knoblauch, nichts, nur? Nein, nur das. Okay. Man kann es natürlich nur leicht salzen, aber wir haben ja dann die Creme abgeschmeckt, das ist dann noch was Neutrales, Nussiges dabei. Dann ein bisschen Kaviar noch dazu, Seesäiblingskaviar, ein paar Radieschen noch zur Deko richten wir einfach und dann ist die Vorspeise fertig. Wer will, kann natürlich noch ein paar Tropfen Kernöl drauf geben, einfach oben drüber, nochmal drüber gefahren, dann würde das auch ganz nett ausschauen. Bevor es da jetzt aber weitergeht, also ich abtrage, gell? Es ist alles abgedreht. Passt gut, nein, nicht, dass ich da irgendwas koche, was ich nicht. Achso, dann brutzelt der Fisch an. Zack. So, lieber Martin, das gebe ich dir gleich einmal mit für die Küche rein. Jawohl. Haben wir da noch was zum Abwaschen? Da werde ich mal. Gib her. Glaube ich, sind wir so weit, so gut beieinander. Da haben wir noch eine Küchenrolle. Da fahren wir noch über das Brettl drüber. So,
Schaut, wie schön sauber ich heute arbeite. Wie arbeitest du? Sauber. Sauber, okay. Naja. Im Auge, für einen Koch wahrscheinlich ist das sauber. Das ich hätte gesagt sauber. Ja, ja, das ist okay, für einen Koch ist das sauber. So, wir gehen zum nächsten Blick. Wir fangen gleich mal mit dem Rinderfilet an, weil das können wir sich ja gleich vorbereiten. Es geht ja da gleich im Hintergrund Vollgas dahin. Jetzt stellen wir das einmal da rum. Die zwei Sachen kommen jetzt einmal raus. Das heißt, da stoppen wir jetzt einfach einmal. Wir lassen am besten den Multidampfgarer auskühlen. Die Creme schauen wir mal an, ob das weich geworden ist. Weil die muss ich natürlich jetzt noch weich mixen. Ja, der Kürbis ist schon weich, das wird jetzt dann gleich aufgemixt. Bei der Suppe wird es wahrscheinlich auch so sein, dass das weich gekocht ist. Jetzt lassen wir da ganz kurz den Multidampfgarer abkühlen, damit ich den Fisch bei nur 80 Grad drinnen eben biogan einfach ziehen lassen kann. Das heißt, jetzt gehe ich da auf meine Funktion. Unter den Sonderfunktionen ist bei dem Modell eben das Biogarn drinnen. Da würde das Gerät jetzt auf 90 Grad vorheizen und nach 10 Minuten automatisch auf 80 Grad runtergehen. Das ist natürlich ideal zum Niedertemperaturgarn. Das brauche ich ja später auch für das Rinderfilet Wellington. Es kommt zwar bei hoher Hitze ein, ich brate es bis zu einer gewissen Kerntemperatur. Ich nehme halt 50 Grad, es zieht leicht nach und zum Warmhalten dann fällt mir der runter, lässt man es noch nachziehen, damit nichts passieren kann, damit es mir ja nicht durch wird. Da kann ich dann die Beilagen und Co. auch noch mal drinnen mitziehen lassen, damit die warm sind und ich kann in aller Ruhe ganz normal anrichten. Das heißt, jetzt tun wir mal unsere Cremen da auch gleich noch aufmixen. Dazu haben wir noch einen Mixtopf, da ist er, perfekt. Das heißt, jetzt kommt der Kürbis da raus. Okay. Wir mixen das da jetzt schön auf. Irgendwo habe ich noch einen Löffel da. Wunderbar. Das heißt, Creme fraiche, der Kürbis dazu rein. Ich gebe halt nicht immer gleich die ganze Flüssigkeit, die dabei ist, dazu. Vielleicht wird es mir dann zu flüssig. Dann habe ich eher so einen Kürbissud. Ich möchte eine schöne feste Creme haben. Wenn mir das zu fest ist, kann ich immer noch was von dem Kürbissattel dazu hineingeben. Warum hast du die Creme fraiche dazugegeben, bevor du das in den Ofen gegeben hast? Weil in Wahrheit, wenn so, ich frage jetzt, wenn ich es daheim machen würde. Ja? Das ist jetzt dazu. Ja, wäre auch eine Möglichkeit. Ich sehe jetzt keinen Vorteil, dass die Creme fraiche im Ofen war, eine Viertelstunde. Außer, dass man das vielleicht weiß, weil wenn ich jetzt nur einen Kürbis hätte, nachher tue ich den Rest dazu. Kann ich auch, aber ich koche es jetzt so einfach. Ah, okay, mit. Also hat keinen Vor- oder Nachteil. Ne, wer es natürlich jetzt nur am Herd kochen würde, braucht Flüssigkeit. Ja. Sonst würde das wahrscheinlich anbrennen. Ja, wenn ich natürlich das dämpfen würde, könnte ich natürlich sagen, ich tue den Kürbis dämpfen, nachher dann schlage ich was okay, und den genau, Kürbis mit okay, dazu rein. Okay. So habe ich aber auch den Vorteil, wenn ich das jetzt lagern würde. Dann ist alles abgekocht, pasteurisiert. Das heißt, ich bin da auf der sicheren Seite grundsätzlich. Und wenn so eine Creme sauber verarbeitet ist, heute wahrscheinlich 14 Tage im Kühlschrank, wenn die wirklich sauber abkühlt. 14 Tage, okay. Ja, eine Woche mal auf alle Fälle so. Ja. Sauber ab, also ohne dass irgendwer mit dem Finger permanent reinfährt, dann hält die sicher gut. Ja. Zum Thema Haltbarkeit. Achso, genau. Zum Thema Haltbarkeit haben wir ja letztes Mal im Sous-Vide-Stream haben wir gemacht ein Rotkraut. Das ist das von damals. Ja, steht jetzt drauf, 14.10. glaube ich. Es ist am 14. Oktober gemacht worden und du hast gesagt, du kostest das jetzt. Ehrlich gesagt, ich soll kosten, aber ich habe gesagt, du musst kosten. Wir kosten es beide. Wir kosten es beide, aber wenn wir dann beide hinten umfallen, aber es kann nichts sein, nicht im Wald, weil es Sous-Vide zubereitet ist, oder? Grundsätzlich bei dem Blaukraut kann eigentlich nichts passiert sein. Schieben wir das nochmal ein bisschen auf Zeit. Weil ich kriege im Supermarkt auch in so einen Sackerl. Ne? Das ist ja. Grundsätzlich ja. Ich habe es jetzt zwar immer mitgehabt, nicht gekühlt und nicht wirklich. Ja, das ist ja ungekühltes Rotkraut, wenn ich es im Geschäft habe. Ja, es ist halt drinnen in so einem Alubeutel meistens, der halt lichtgeschützt ist. Also das wird wahrscheinlich von der Farbe her intensiver sein. Aber grundsätzlich. Aber das schaut jetzt für mich aus von der Farbe wie ein Rotkraut normal. Also grundsätzlich, das ist vom Sous-Vide, vom Livestream. Mm. Aber Salz fehlt. Da habe ich zu wenig da. Okay, Colton. Ja, aber da brauche ich einen eigenen Löffel. Okay, danke schön. Ich kriege einen großen Löffel. Sicher, sicher. Danke. Und das war jetzt seit 14. Oktober ungekühlt? Genau. Ungekühlt mit in die Boxen. Ich habe das in Österreich hergezeigt, dass ich es gemacht habe. Mhm. Schmeckt wirklich gut. Mhm. Das vakuumieren wir halt wieder sauber ab. Vor allem, das ist total knackig. Mhm. Das ist ein Wahnsinn, ne? Schmeckt wirklich das gut. Kannst du noch als Beilage haben oder meine Reserve, falls du noch nicht satt wirst, gibt es halt noch Blaukraut. Genau.
Na, schmeckt. So, also für die Vorspeise ist es fertig. Da ist mehr Creme drinnen, die schaut jetzt so aus. Die können wir noch mal kurz nachschmecken. Mhm. Da hinten ist aber noch immer 90 Grad, da wurde es ja mit 80 Grad. Ja, fällt eh vor alleine runter, oder? Die gehe automatisch runter. Im Einstellbar 90 Grad heute. Genau. Also 80 Grad. Die Creme, wenn ich die jetzt in so einem Topf drinnen habe, oder wahrscheinlich auch da drin, wird die 80 Grad aushalten, dass ich das noch kurz mitstelle, damit das einfach warm bleibt oder damit ich es nochmal leicht auf Temperatur bringe. Bei so einer Vorspeise, wenn ich so einen Niedertemperatur gegarten Fisch habe, ist es jetzt nicht wichtig, dass das brennheiß serviert wird. Das heißt, Martin, du darfst mir gleich einen Fisch auch noch geben. Den Fisch, jawohl. Den gebe ich jetzt gleich mal rein. Da haben wir ja schon vorgeheizt. Wo ich den hingebe, ist ganz gleich. Auch Biogarn funktioniert wie Heißluft. Das heißt, das Klima wird im ganzen Garraum drinnen gleichmäßig zirkuliert. Den Pumpernickel können wir natürlich kalt aufs Teller geben. Allerdings ist es ja leicht lauwarme Vorspeise. Das heißt, wir stellen das auch kurz dazu hinein, einfach, damit der leicht mitwarm wird. Auch die Creme könnt ihr natürlich mit dazu. Die stellen wir auch gleich noch dazu hin. Damit ich später gleich alles warm habe. Circa 20 Minuten wird es jetzt dauern, bis der Fisch da fertig ist. Die Creme bleibt mir heiß, der Pumpernickel ist heiß und wir können da weiter schon anrichten. Während die Vorspeise jetzt drinnen ist, geht es gleich weiter mit dem Rinderfilet. Das heißt, drinnen bitte aus dem Kühlschrank den Blätterteig und das Rinderfilet raus. Jawohl. Damit wir das gleich vorbereiten können. Das können wir auch gleich noch zum Abwaschen. Das werden wir nicht mehr brauchen. Zum Rinderfilet gleich vorweg gesagt, Kalbschi haben wir schon vorbereitet, à la Gary Hofer, das heißt die Anleitung perfekt dazu. Gibt es Feiern, das werden wir heute nicht machen, sonst kommen wir da einfach nicht zusammen. Das ist immer ein sehr langwieriger Prozess, wie man so ein Schü oder so das Demiglas einfach ansetzt. Ich habe den schon vorgemacht, eingeweckt natürlich, ist es auch haltbar, sehr gut. Der Gary, glaube ich, hat es immer unter dem Schlafzimmer, also unter dem Bett, glaube ich, sagt er immer, hat er seine Einweggläser drinnen. Was der alles unter dem Bett hat, der Gary, wir wollen es nicht wissen. Mal. Wir haben Vorstellungen, aber wir wollen es nicht genau wissen. So, super, lassen wir da noch kurz kochen, dass das heiß ist. Also die Kokos-Maroni-Schaumsuppe brauche ich nur mehr aufmixen später, dann ist die auch fertig, ein bisschen abschmecken und ich kann die servieren. Die Pilz-Crostinis haben wir ja auch fertig, die sind jetzt da einfach drinnen, jetzt warten wir kurz auf die Vorspeise, dabei richte ich mir das Rinderfilet her. So, das Ei brauchen wir zum Bepinseln, das brauchen wir gleich für die Soße. Das und das brauchen wir auch noch kurz später einfach. Ich mache da kurz eine Rochade, weil ich brauche fürs Filet ein flaches Blech. Das heißt, Rinderfilet habe ich schon da. Da gibt es jetzt natürlich mehrere Möglichkeiten, wie wir das anfangen können. Da ist schon schön Spitzerl. Das passt ganz gut zugeputzt schon. Weil es halt einfach dünner ist, oft kriegt man nicht immer nur das Mittelstück. Damit es halt dicker wird, richte ich mir es einfach zusammen, dass ich halt da gleich eine schöne Portion habe. Da habe ich dann schon ein schönes Mittelstückel, das heißt, es ist schon dick zugeputzt. Sprich, Sehnen und Co., die halt so drauf sind, putze ich einfach schön runter. Die schmeißen wir halt wieder nicht weg, die brauchen wir ja für unseren Gemüsefond wieder. Also da kochen wir die ganzen Sachen am besten, was gut zusammenpasst. Rind, Kalb, Händel wird wahrscheinlich auch noch gut gehen. Fisch kriegt halt eine sehr Dynamik, das wird vielleicht nicht zu jedem Gericht passen, dass man da mit so einem Gemüse oder mit einem Rinderfond, Geflügelfond, Kalbsfond aufgierst. Da halte ich mich eher an Gerichte, die nicht so intensiv sind wie Fisch, damit ich halt auch Suppen, Pasta, Soßen, alles mögliche aufgießen kann. Für das habe ich einfach immer mein Fond. Eine Pfanne zugestellt, einmal da jetzt gleich voll auftrat. Was machen wir da jetzt? Das Rinderfilet brate ich einfach kurz links, rechts ab, damit der Farbe und Röststoffe okay. draufkriegt, weil es einfach besser schmeckt. Okay. Zur Brust ist schön, das heißt, das kommt drauf. Und dann geht's los. Öl, beim Braten Öl. Öl, weil der relativ hoch erhitzt, damit die gute Farbe kriegt. Da okay. gehst man nachher mit so einem kleinen Schluckerl Wein einfach auf, der Schü, den ich vorgemacht habe, eingeweckt, kommt dazu rein. Wenn ich sage, muss man Schü auch noch machen, also da die Anleitung am besten vom Gary Hofer. Kalbschü hat er gerade gemacht, das ist super, das passt ganz gut. Einfach rösten, gut reduzieren, abwecken, dann habe ich das immer portionsweise in Weggläser. Ja, vielleicht kann der Gary so nett sein und den Link vom YouTube-Video zum Kalbschü da posten jetzt. Genau. Und dann war das gleich dabei. Wer natürlich sagt, naja, also Weggläser sind jetzt große Portionen, dann würde das auch gut funktionieren. Einfach in einen Eiswürfelsackerl abmachen, dann kann ich es wirklich portionsweise ausdrucken und habe immer eine gute Portion vom Schü oder vom Fond, damit ich aufgießen kann, weil oft man mit der Haltbarkeit oder mit begrenzten Lager daheim zu tun hat, damit man mit dem vielleicht auch runter arbeiten kann. Ich würze mir das Rinderfilet jetzt ganz kurz gleich mal vor, das heißt leicht salzen natürlich, damit das auch ins Fleisch einziehen kann.
So, wer es am Vortag macht, würde es so jetzt weglassen, weil sonst damals böckeln oder suhen. Wer es am selben Tag macht, kann das ruhig ohne weiteres schon vorwürzen. Dann eine Spur Pfeffer drauf. So, die Pfanne schon heiß. Musst du meine greifen? Nein, aber ich schalte mal auf P. Okay. Dann ist sicher heiß. Damit wir jetzt nicht zu viel oder zu wenig Öl drauf haben, am besten einfach das Öl dort drauf, wo wir es brauchen, nämlich auf unser Produkt. Da würzen wir das einfach einmal schön drinnen. Jetzt ist da eine gute Portion Öl drauf. Wenn wir das Öl natürlich gleich in die Pfanne reingeben, dann wissen wir die Temperatur nicht, dann raucht es vielleicht unnötig. Wollen wir natürlich auch nicht unbedingt. Sollte heiß sein. Ist doch nicht. Danke. So, noch dazu. Kein Arbeitsunfall. Na gut. So. Schön die Hände waschen. So, sauber sind's. Wunderbar. Also rundherum einmal kurz anbraten, damit wir Farbe drauf haben. Fleisch löst sich, wenn es fertig anbraten ist oder so. Ich war bei meinem Grillkurs, weil du so oft das Problem, wenn du was am Griller legst, bis sich das löst vom Rost. Wann löst sich Fleisch, wenn es fertig anbraten ist? Oder? Weil jetzt hast du ja, meine, das geht da jetzt, aber ab und zu, aber ich glaube, ein Rindfilet ist das ja schade, ne? Wenn du dann unten also entweder eine beschichtete Pfanne nehmen, wenn da wer Probleme hat. Ja. Ich nehme nicht mal einen Spachtel, damit das runterschrauben kann. So eine Nierosterpfanne tut das nicht. Ja, sehen. Nur beschichtet. Ne? Das heißt, ja, bei der beschichteten Pfanne werde ich wahrscheinlich die Beschichtung wieder runterkratzen. Ja. Und das Problem bei einer beschichteten Pfanne ist, weil ich habe da keine Röststoffe dann drauf. Das legt sich nicht so an. Dann kriege ich vielleicht nicht so eine schöne Soße. Wer sagt, das habe ich nicht. Ich habe dafür einen guten Gemüsefond. Ich gieße das da jetzt nachher auf, damit ich da meine Soße auskochen kann. Das kriegt natürlich auch eine gute Farbe, wenn ich das anbrate. Man könnte natürlich da jetzt das Gemüse noch mal mit dazu hineingeben oder direkt das Röstgemüse machen, damit man das vorbereiten kann. Das heißt, jetzt würde ich da mein Wurzelgemüse, wenn ich es noch habe, auch kurz mitrösten, das kriegt einen guten Geschmack. Mhm. Ich gieße das mit auf, das heißt, über so eine Wurzelgemüsesoße dann vielleicht. Dann habe ich vielleicht nicht das Thema, dass ich sage, ich muss jetzt mein Gemüse vordämpfen oder so, weil ich das vielleicht nicht möchte. Könnte natürlich auch sagen, ich mache eine Wurzelgemüsesoße dazu. Okay. Dann habe ich halt einen guten Geschmack in der Soße vor allem Dingen. Das ist quasi wie diese Rindsrouladensoße, die wir mit dem Franz jetzt gemacht haben. Ganz genau, theoretisch könnte ich das so ähnlich auch da jetzt umsetzen einfach. Hat das eine gute Farbe? Hm? Sehr schön. Schaut das schön aus? Ja. Passt gut. Dann gehen wir es mal auf Zeit und einfach kurz mal rosten lassen, damit es einfach von der Temperatur leicht runterkommt. Da gießen wir jetzt mal kurz mit einem Schuss Rotwein auf. Mit einem guten. So, da. Das ist heißt, ein gutes Achtel gewesen, ne? So um den Dreh. Ja, also von der Menge her ungefähr. Ja, so. Du trinkst ja keinen Wein, gell? Nein. Aber lass es dir schmecken. Prost an alle daheim auch. Ich trinke Orangensaft. Kein Problem. Ich sage immer, in Koch gehört das selbe wie ins Essen. Stimmt. Damit der Geschmack entsteht. So, also auch hier kommt noch Gemüsefond dazu einer, damit wir da schön Soße kriegen. So. Gut einkochen das Ganze. Da kommt natürlich heute, weil ich es habe, der Kalbschü. Kalbschü dazu einer. Das heißt, Trick 17, wir haben das vorbereitet. So, da waschen wir einmal noch kurz und leicht mit aus. Macht es ja nicht recht eine Sauerei. Das müssen wir jetzt ausfahrten. Passt so. Sehr schön. Keinen Tropfen vergeuden, das ist das schwarze Gold der Küche. Da kann das nebenbei schön mitköcheln. Wenn er nicht sagt, ah, da sind vielleicht noch grobere Stückerl oder so drinnen, dann passieren wir das einfach in eine kleine Sauteuse später um. Man kann das natürlich dann noch mit Butter leicht montieren, das heißt Butterflocken einrühren, damit eine Bindung entsteht. So werden wir das dann aber jetzt machen. Haben wir das nur auf 6, das geht aber auf, weil es ja einreduzieren soll. Leicht köcheln, also leicht die köcheln. Soße war schon relativ gut reduziert. Okay. Das können wir auch ganz kurz vom Anrichten dann nochmal fest einkochen lassen. Okay. Mit Butter montieren, mit Maizena, Stärke, was man hat, noch nachbinden, damit wir einfach die gewünschte Konsistenz dann zum Anrichten einfach haben. Weiter geht's jetzt mit dem Rinderfilet. Das heißt, Martin, ich brauche jetzt bitte den Blätterteig. Jawohl. Den haben wir da. Jawohl. Den hat meine Verwandtschaft schon vorgemacht. Und meine Frau die Verpackung gemacht. Ja. Die hat tatsächlich das Design von Tante Fanny gemacht, meine Frau. Achso, wirklich? Okay. Ja, wirklich. Ja, das ist kein gut, dass es war's. Ja, aber nur die Verpackung. Also die steht nirgends und macht den Teig. Zack. Jetzt rühren wir sie den aus. Wenn natürlich sagt, ah, der kann keinen Blätterteig, ich kann euch gerne ein Rezept schicken. Aber das ist halt eine relativ komplizierte Angelegenheit, Blätterteig machen, wenn man auf mehreren Schichten einfach arbeiten muss. Wie viele Schichten hat der Blätterteig? Mehrere.
144 hat er insgesamt. Also weil es immer so gefaltet wird. Genau. Ne? Dreier-Tour, Zweier-Tour, Dreier-Tour, immer wieder ausrollen. Also mit Butterziegel, dann schön arbeiten. Das ist, das also ich kann mich Stream erinnern, relativ lang dauern. Man kann ja durchaus auch mal sagen, was passiert, wo wir gedreht haben, den Weintraumstrudel mit dem Franz, hat der Teig gemacht. Dann hat er noch einen Teig gemacht. Strudelteig, ja. Und zum Schluss ist die Rosi ums Eck zum Biller gegangen. Ich habe gesagt, wir nehmen das neu auf. Es ist ein Hund nämlich. Ja. Der muss genauso elastisch sein, der Teig, und das kriegst du oft nicht hin. Ja. Da passt irgendwas nicht bei der Feuchtigkeit. Und das Mehl ist, tausendmal gemacht. Mehl ist immer anders. Gerade bei so einem zogenen Strudelteig sehr schwierig, damit man den wirklich auszieht. Dass er der da Franz hat sich geärgert. Der hat gesagt, ja, der ist schon hunderte Male gemacht. Ja. Ich brauche die Schwammerl bitte. Jawohl. Wunderbar. So. Also jetzt kommen da die Pilze und Neni. Rundherum kommen der Markus Hofstadler sieht zu. Der schaut zu. Der ist jetzt von der Arbeit heimgekommen. Der ist brav. 21.10 Uhr. Das ist einer unserer liebsten Vertriebskollegen. Der arbeitet halt bis 9. Der ist sehr brav. Wahrscheinlich, weil er erst um 6 Uhr anfängt. In der Nacht? Ja, hat er 3 Stunden gearbeitet. So, das kökelt so leicht dahin. Später anfangen, früher aufhören. Ne? Genau. Das ist das Optimale. Sollte das jetzt nur ein bisschen köcheln? Ja, genau. Leicht köcheln einfach, reduzieren. Das passt ganz gut. Jawohl. Also jetzt habe ich einen Blätterteig, das Düxel schön gleichmäßig aufgeteilt. Da kommen jetzt die Rinderfiletstücke alleine. Wenn ich sage, naja, ich will das gleich portionsweise haben, dann kann ich das natürlich jetzt so zusammenschneiden, damit ich die einzelnen Steaks links, rechts, abrot auch nochmal so als Taschel zusammensetze. Bleibt das dann gleich saftig oder hat das einen Vorteil, wenn ich die Fleischstücke in der Größe lasse? Also wenn ich es in der Größe drinnen habe, dann ist natürlich der Anspruch relativ groß, damit es auch richtig schön wird, damit man es aufschneidet, damit es rosa ist. Mhm. Wenn ich meine Backel habe, im Kerntemperatur fühle, ich nehme die direkt aus und kann die servieren, ist sehr einfach, aber wir wollen ja das nicht einfach machen, wir wollen es ja gut machen. Das heißt, jetzt ein schön fest, das Ganze da in den Blätterteig einwickeln. Kompakt. Kompakt, fest. So, und das ist natürlich immer live, gell? Schauen wir alle zu. Wie mich da gewöhnt, dass ich das schön entwickelt. Also diese Soße riecht schon hervorragend. So, vorne machen wir zu. Zack. Auch hinten machen wir zu. Dann nehmen wir gleich das mitgelieferte Backpapier. Das setzen wir gleich aufs Blech auf. Wer natürlich will, kann jetzt aus diesen Abschnitten noch mit Muster eine kleine Deko machen. So. Kann man sich daheim natürlich nur mehr spülen, wenn man Zeit hat, das aufflechten oder sowas. Wir machen es auch schön, ich bemühe mich. So, jetzt geht genau einer ab, gell? Achso, es ist 3-2. Aber das ist ja modern. Ungrad passt. Ungrad ist modern. Ja, also grundsätzlich pinseln wir das jetzt nur mehr mit einem Ei ein. Das heißt, Klick, einer, das verschlagen wir. Ich nehme jetzt zum Bepinseln das ganze Ei. Manche, wollte ich gerade fragen, ist da bei manchen nehmen nur Ei-Dotter? Nur Ei-Dotter, manche geben zum Dotter nur Wasser dazu. Ich nehme halt immer gleich das ganze Ei. Das heißt, ich verquirle das da in meiner viel zu kleinen Schüssel drinnen. Der Geri heizt das Blech vor. Für was ist das? Heizt das Blech vor ist, damit da unten einfach knuspriger wird. Der Teig. Unten danach. Ja, Blech vorheizen ist oft ganz gut, weil Pfanne heizt man immer vor, also das Blech vorheizen ist natürlich oft ganz gut. Okay. Was natürlich eine Alternative wäre zum ML-Blech, ist natürlich das Patisserieblech, das leitet auch viel schneller die Temperatur zum Produkt dazu. Dann muss ich auch nicht unbedingt vorheizen, das gibt sehr schnelle Temperaturen, die Außenwelt weiter oder ans Produkt weiter. So, dann schön pinselt. Heizt das Blech vor, hat er gesagt. Wir haben noch immer 106 Zuseher, das ist wirklich gut. Gut. Also bin ich nicht fad. Nein. Sonst muss ich mehr trinken. Nein. So wie bei Dinner for One, ne? Genau. Zum Schluss. Komplett hacke. Illuminiert. Ja. So, also einpinselt habe ich es. Ein bisschen Erdspeise habe ich auch noch dazu da. Das können wir jetzt noch auf Seiten stellen. Wenn ich es am Vortag machen würde, würde ich es in den Kühlschrank geben und dann direkt vom Kühlschrank holen. Das heißt, genau so könnte ich das im Kühlschrank für den nächsten Tag schon vorbereiten. Schon, ja. Oder das Ei erst aufstreichen vor meine tun, oder? Wahrscheinlich. Das Ei imprägniert, es trocknet halt aus. Also ich würde es, wenn ich es vormache, gut abdecken und erst nächsten Tag eben kurz vorm Abschieben ins Gerät einfach
Das Ei rauf. Das Ei aufstreichen. Okay. Damit es einfach schön rüber. So, in der Zwischenzeit ist im Hintergrund da jetzt dein Fischi fertig. Ich kann die erste Vorspeise jetzt anrichten. Haben wir einen Teller da? Ja, den habe ich da. Passt. Hol ich mal gleich raus. Ich muss noch schnell ein bisschen sauber machen, damit wir die Teller jetzt nicht da in die Schmutzzähne stellen. So, zack. Während ich jetzt dann gleich die Vorspeise anrichte, schau mal kurz, passt perfekt. Das heißt, jetzt haben wir da einen Fisch. Ich habe ja meine Creme fertig. Auch der Pumpernickel ist leicht warm geworden. Warm geworden. Jetzt heize ich mir auch gleich den Multidampfgarer mal gut vor. Ich habe mir halt heute mein Programm schon eingespeichert. Das ist ja eine Möglichkeit. Das heißt, unter die Favoriten habe ich da schon, da sind jede Menge von den Kollegen drinnen. Eier, Weckerl, Kekse, Torte. Es wissen wir jetzt nicht, was das ist. Aber zum Beispiel Nummer 11 ist Grilli, was hier. Sondern das heißt, jetzt starte mal an 210 Grad. Feuchtgarnieder ist das jetzt einfach. Das brauche ich dann gleich fürs Rinderfilet Wellington zum Abschieben und auch für die Crostinis oder Crostinis mit den Pilzen drauf, damit die schön knusprig werden. Also hohe Hitze, damit das knusprig wird und die Zugabe von der Feuchtigkeit durch den Dampfgenerator mit den 25%, damit die trotzdem innen schön weich bleiben. Jetzt gehen wir gleich mit dem Teller anfangen. Machen wir jetzt zwei schöne Portionen gleich. Wir haben immer wieder in der Gruppe die Frage, weil du jetzt gesagt hast, feucht gar nieder, das ist ja Intervalldampf quasi, genau, bei den älteren Geräten. Und da gibt es immer dieses feuchte Heißluft. So, jetzt ist es immer wieder der Fall, dass das Licht geht aus, das wissen wir, das muss man wieder einschalten manuell, ist kein Problem. Aber wenn dann während des Vorheizens das Gerät aufgemacht wird, hat es dann nicht mehr weiter. Ja, grundsätzlich ist das nur bei einem Modell eigentlich so. Das ist mit dem Bedienrad, der Franz hat mir das mal genauer erklärt, der kann das nur genauer. Ja. Und zwar ist da für die Eco-Heißluft, also je nachdem, was für Sprache aus Gerät drin, ist diese Funktion hergenommen worden. Bei meisten Modellen ist die feuchte Heißluft eine Funktion, wo das Gerät selber keine Feuchtigkeit produziert, sondern wo die Feuchtigkeit vom Produkt im Garraum drinnen bleibt. 10% ist das dann. So Restfeuchtigkeit, ungefähr, ne? 10%, je nachdem, ja, wie viel das drinnen ist. Das ist natürlich zum Testen, wo ich schauen kann, halt mein Produkt Feuchtigkeit aus. Dann sage ich, ah, Restfeuchtigkeit oder Eigenfeuchtigkeit, vertrocknet der Kuchen gut. Mhm. Da kann ich testen, wie halt vielleicht die Zugabe von Feuchtigkeit aus oder Lebkuchen, Kekse backen ist ganz gut mit Restfeuchtigkeit. Na, Entschuldigung. Trink am Wein. Ja, Schluckerl. Das hilft. Irgendwie muss ja der Dampf herkommen, ne? Genau. Das heißt, die Restfeuchtigkeit bleibt im Garraum drinnen und ist fürs Produkt oft ja ganz gut. Bei dem Gerät meistens mit dem Drehrad, da ist es die Eco-Heißluft und da ist es natürlich so ausgelegt, er heizt einmal vor und dann nicht mehr nach, damit er alles A++ erreicht. Die Energieeffizienz. Genau. Und okay, darum, wenn natürlich dann oft Kekse rollierend gebacken werden, weil ein Blech hin ist, nächste Wasser hin. Ist feuchte Heißluft nicht die beste Idee, wenn die Temperatur fällt? Dann ist in dem Fall einfach da kontraproduktiv, ja, zum Kuchenbacken effizient natürlich ideal. Mhm. Aber beim Kexebacken, wenn ich rollierend arbeite, genau, dann wieder auf und hat's zu dann immer noch. Genau, dann hat es einfach nicht mehr noch. Dann würde ich sagen, ganz normale Heißluft verwenden oder Ober- und Unterhitze, oder klassische Intervalldampf, trockene oder Intervalldampf, je nachdem, was für, ja, Produkt, das ich heute halt dann einfach, okay, habe. Passt, riecht man an den Fisch. Also weiter geht's da jetzt mit dem Fischi. Das heißt, die Kürbiscreme, die können wir ja schön aufstreichen. Das passt ja ganz gut. So, da einmal, zweimal fürs Kamerateam. Ich sage ja was dabei. Da machen wir auch noch so einen kleinen Klecks her. So, wunderbar. Dann kann ich natürlich da jetzt auch gleich noch meine Pumpernickel-Erde auf. Übrigens, danke Reini für das Rezept und für die Anregung. Die haben gemeint, mein Knopf spannt schon. Das ist aber ein Gerücht. Das ist vielleicht, weil... Der Schotten. Das ist eine ungünstige Kameraeinstellung maximal. Weil da ist ja, da wackelt ja alles noch, bitte. Ja. Also, Kürbiscreme, Pumpernickel. Dann, genau, Kürbiscreme, Pumpernickel drauf. Dann habe ich heute halt einmal Kürbiskernpesto einfach noch dazu. Das heißt Kürbiskerne mit Kürbiskernöl. Genau, das geröstet, dann werden sie einfach nussiger, sie schmecken ein bisschen besser, intensiver. Dann kann da jetzt natürlich der Fisch drauf. Das heißt, der ist ja ganz leicht gegart. Wer die Haut nicht mag, die geht jetzt, wie gesagt, auch ganz einfach da jetzt runter. Wer sagt, ich will das noch schön haben, der rollt das Ganze ein. Dann wirkt das natürlich auch noch mal netter da. So, einmal, zweimal. Bist du ein kleines Fisch oder ein großes? Du, ehrlich, ich will ein großes. Okay. Nahaufnahme, bitte. Nahaufnahme, bitte. Hat der Geri gesagt.
So, oder? Das heißt, da kommt das Fischerl rauf. Dann habe ich irgendwo noch. So her drauf. Irgendwo haben wir noch ein paar sogar Dieselspalten. So, dann zack. Die kommen da auch noch dazu auf. Dann hast du so einen Knack und so eine leichte Schärfe mit drinnen in dem Gericht. So, was habe ich noch gehabt? Ah ja. Das Saibungskaviar. Genau, den magst du eh, oder? Immer. Also manche steigen da wahrscheinlich jetzt aus. Ich sage, da gehört richtig was drauf, damit man das auch schmeckt. So, dann. Das ist das Gute, wenn man da stellt. Man ist immer gleich der Erste, der kosten kann. Ne? Das ist richtig. Dann was Grünes. Das Agerl soll auch mitessen. Ein bisschen Erbsengresse oder wenn man daheim vielleicht noch was anderes hat. Also das ist eine wunderschöne Vorspeise eigentlich beim Weihnachtsmenü. Ja. Das schaut sehr, sehr hochwertig aus. Und die schmeckt auch super. War jetzt vom Aufbau her überschaubar. Ne? Ja, so. Also, das wäre jetzt mal so die Vorspeise im Hintergrund. Hast du ja der vor, dabei das gegessen wird. Kommen dann die Crostinis kurz rein, 3 Minuten, dann geht es eigentlich mit der Suppe schon weiter. Der Martin darf sich da gleich einmal Besteck, aber der heute schon schön herkriegt. Danke schön. So schönes Mise en place. Danke, alles herkriegt. Auch fürs Kamerateam stelle ich da einmal so eine kleine Portion auf Zeiten, dass ihr da kosten könnt. So, dann. Man hat mich heute zu Mittag mit Berner Würstel vergewaltigt in der Kantine. Deswegen das ist aber auch was Gutes. Ja, eh, aber die waren so lätschert. Also wenn du den ganzen Tag sowas wie ich hast, dann willst du Berner Würstel auch ganz gerne mal. Glaube ich da. Mhm. Hervorragend. So, jetzt haben wir da auf Zeiten. Warte, halt warte mal, ich tue da gleich mehr zusammen, weil dann können wir es gleich hinten wieder schön sauber verrahmen und abwaschen. Dann haben wir nachher nicht so viel Stress. Also es schmeckt hervorragend. Schmeckt es gut? Ja, sehr gut. Das heißt, mehr Glück wie Verstand. Na, sehr viel Können. So, das tun wir auch noch da drauf. Das geht dann irgendwo auf. Zack. Das bitte einfach wieder einkühlen dann in Saiblingskaviar, damit der gleich wieder kalt ist, damit die Haltbarkeit einfach passt. Ich stelle es einfach mal da kurz auf dir. Sobald ich fertig gearbeitet habe, werde ich mich sofort um das kümmern. Passt schon, passt schon. Nur kein Stress. Hm. Der beste Saiblingskaviar kommt aus Gutau im Mühlviertel. Gutau? Kennst du das? Du bist ja Oberösterreicher. Gutau kenne ich. Das ist im Sommer mein Motorradstrecken. Also da bin ich einer, der da eine cruist, geschmiedlich. Gutau. Aber wo der Kaviar jetzt herkommt, wisst ihr denn nicht? Vom Gerry? Mhm. Okay. Der Gerry, da müssen wir mal miteinander reinfahren. Mit dem Radl. Da fahre ich mit dir bei E-Bike. Zell gut aus an, ich weiß nicht, 40 Kilometer, glaube ich. Das geht in 60 Minuten mit dem Radl, ne? Du, ich fahre tatsächlich mit dem Rad, bin ich gefahren nach Bratislava heuer. Und dann, also an einem Tag und dann wieder auf am Abend mit dem Ski. Oder Neusiedlersee, das sind aber 140 Kilometer an einem Tag gewesen. Da war ich am Abend dann doch etwas müde. Naja, solange Akku ist, geht ja. Na, auch mit Akku ist Arbeit. Naja, wenn der Akku gar ist, dann wird das Rad umso schwerer. Das hat 25 Kilo oder so? 28 Kilo, ja. Und ich noch drauf, hat es 110 insgesamt. Ungefähr. Dicker. So, die Soße hat jetzt leicht reduziert. Die gieße ich mir jetzt einfach um da in eine Stielkasserole. Da sehe ich mir die nochmal durch. Gut wäre natürlich auch, wenn wir es ganz genau nehmen, durch ein Etamin, durch ein Passiersieb. Das heißt, ich nehme das einfach ein Horsthebel, weil nicht viel drinnen ist. Ich habe das schon alles gemacht. Kann jetzt auch keiner beurteilen wahrscheinlich, ob ich es gemacht habe oder nicht. Ich sage es jetzt einfach einmal. Das lassen wir einfach ganz leicht und gemütlich weiter köcheln. Während wir die Suppe essen oder die Vorspeise essen, die Suppe köchelt ganz gemütlich dahin oder die haben wir vielleicht schon abgedreht. Die kehrt natürlich jetzt dann, wenn man von der Vorspeise wegkommt, wenn sich mehr Personen hat, wenn wir einen größeren Topf haben, jetzt gehört die nur mehr fein gemixt, aufgeschäumt und dann können wir die auch schon anrichten. Die Pilzcrostinis brauchen ja nur 3 Minuten. Das heißt, der Martin ist fertig mit dem Essen oder wir sind fertig mit unserem Menü. Wir rahmen das Ganze weg, vielleicht gleich in den Geschirrspüler hinein, damit wir den abwaschen können. Dann geht es natürlich weiter mit den Crostinis. Kommen wir zurück in die Küche, da haben wir unsere Crostinis. Die Suppe braucht ja nur mehr kurz mixen und dann geht das Ganze ja schon wieder weiter. Kühlschrank.
Wir sind die Türe auf, wir haben vorgeheizt, Feuchtgarnieder oder Intervalldampf, je nachdem, was für ein Modell wir natürlich zu Hause haben. Wo ich dann immer mein Produkt hingebe, ist ganz gleich, das Ganze arbeitet wie Heißluft, nur dass der Dampfgenerator den Garer mit Feuchtigkeit versorgt. Hohe Hitze, damit es knusprig wird, Zugabe von Feuchtigkeit, damit man das nicht austrocknet. Mit Butter haben wir es leicht bestrichen, damit wir einen besseren Geschmack drinnen haben. In der Zwischenzeit muss ich jetzt nur mehr da mein Supperl aufmixen. Mein Tasserl richte ich mir auch gleich her. Und ich habe da ein paar so Servietten, Martin, damit wir das jetzt dann schön drunter legen können, auf die kleinen Teller. Die habe ich da. Schau her. Einmal, zweimal. Was haben wir noch? Zwei Servietten? Immer. Genau. Schön mit Logo drauf. Wunderbar. So. Einmal, zweimal. Nein, die riecht man da, aber meistens packt sie. Dann haben wir wieder recht eine Sauerei. Was haben wir mit der Pfanne? Abwaschen. Die können wir so abwaschen, bitte, danke. Also jetzt wird da fein aufgemixt. Das geht ja ganz normal mit dem Pürierstab jetzt ganz gut. Das heißt, ich fahre da einfach rein und mixe das Ganze auf. Wer sich dann zu Hause fragt, naja, wie bringe ich immer so einen richtig schönen Schaum einfach zusammen? Da brauche ich einen Schöpfer dazu. Das heißt, am idealsten ist immer, dass ich in so einen Schöpfer hineinmixe, weil durch die normale Mixbewegung hat man sie meistens den Schaum zusammen. Das heißt, er fällt zusammen. Drum nehme ich immer gerne einen Schöpfer und dann mixe ich jetzt einfach gut auf. Man sieht, das Heferl geht gleich über vor lauter Schaum, weil das einfach viel besser und schöner steht. Habe ich aber noch nie so gesehen. Super. Das ist ein guter Tipp. Das, ja. Manche tun Lecithin. Ja. Eine, dass es besser steht, der Schaum. Aber das ist natürlich eine super Idee. Ne? Und der haltet jetzt auch. Ja, steht ganz gut, ja. Wichtig ist, beim Schäumen muss man schon dazu sagen, vielleicht nicht zu heiß wird das sein, wenn zu viel Fett, zu wenig Fett drinnen ist, funktioniert es auch nicht. Also wer nur mit Milch arbeitet, wird keinen so einen schönen Schaum kriegen. Wer halt nur Schlager was und Butter drin hat, wird es auch oft schwierig. Daher einfach Zugabe von einem Fond oder man kann natürlich was anderes auch nehmen, Wasser oder sonst was. Dann kriegt man immer einen schönen Schaum, der steht dann auch ganz gut. Das heißt, da brauche ich keine Zugabe von Lecithin jetzt, oder manche sagen, Champignons sind immer ganz gut, wenn man die mitmixt drinnen, die haben eben auch dieses Lecithin drin, damit man halt das schöner schäumen kann. Der Christian Mittermeier hat uns gelobt. Yes. Er hat gesagt, Lob aus Deutschland, das hören wir immer gern. Ja. Lieber Christian, danke schön. Vielen, vielen lieben Dank. Die Manuela fragt, für die Grostinis und wahrscheinlich dann auch für die Fülle vom Wellington. Ob man da getrocknete Pilze nehmen kann, wenn du das jetzt hast. Wenn die Pilze natürlich einwacken, dann sind sie irrsinnig flüssig. Getrocknete Pilze werden da eher schwieriger zum Verwenden sein, weil ich muss die mal einweichen, damit ich wieder die Schwammerl herstelle. Dann muss ich die gut auspressen. Es wird wahrscheinlich funktionieren, wenn ich welche daheim habe, die ich verwenden will, Steinpilze oder man hat vielleicht was anderes noch getrocknet, aus dem Herbst aus verwenden. Das heißt, schön fein zusammenhocken, wenn die eingeweicht sind, gut auspressen und ebenfalls wieder gut rösten, damit die Flüssigkeit wegreduziert, damit die Masse eben so trocken wie möglich einfach ist. Dann also kann es ich geht, natürlich aber auch wird halt länger ein bisschen brauchen in der Pfanne, dass wirklich die Flüssigkeit draußen ist. Ganz genau. So, ich mixe da noch mal ein bisschen durch. Ich habe das noch nachgesalzen nämlich. Gut. Also jetzt wieder gut im Schöpfer mixe ich das drinnen auf, damit halt der Schaum schöner steht. Schau, wie mein Schaum steht. Ein Wahnsinn, ein Könner. Ein Schaumschläger par excellence bist du, wirklich. Und ohne Zugabe von irgendwelchen Hilfsstoffen. Ja, genau. Herrlich. Ja, aber in der Gastronomie arbeiten wir schon viel mit Lecithin, oder? Ja, wenn einmal so eine Suppe trotzdem unter einer Wärmebrücke lang steht oder das, ne? Wenn nicht jetzt da zwei Portionen angerichtet werden, sondern halt einfach mehr, dann ist es nicht ganz gut, dass man sagt, man hat da vielleicht das eine oder andere Hilfsmittel oder Trick 17. Lecithin ist ja nicht einmal was Unnatürliches. Nein, ist ja. So ja, Lecithin grundsätzlich heißt es ja. Das heißt, jetzt kriegst du da gleich deine Suppe, so Kokosmaroni. Das geht Schlag auf Schlag. Ja, wir machen ja ein schönes Menü, ne? so schön durchgearbeitet. Da kommt natürlich auch wieder was Grünes drauf. So, halten wir das da oben drauf gut. Wunderbar. Das heißt, jetzt können wir die Suppe servieren. Die Crostinis kommen raus. Vorsicht, die Blech sind heiß, 210 Grad. Kommt man meistens schnell drauf, wenn man es mal ohne Fettsalat angreift. Auch hier sehen wir, unsere Crostinis sind eben schön knusprig geworden. Die setze ich da einfach auf der Seite dazu, die kann man da schön mitessen, mit einem Hapserl geht das da. Oder wenn er natürlich sagt, im Sommer mal statt einer Bruschetta, also wäre das natürlich auch eine Vorspeisen-Alternative oder einfach einmal ein separates Gericht. Ein Video ist.
Also genau, Entschuldigung. Achtung, das ist heiß. Heiß, heiß? Da sind zwei Stück extra drauf, das heißt, alle wissen, dass das mindestens zwei ist, das dritte weiß dann keiner. Und das vierte auch nicht. Und das vierte auch nicht, und das fünfte. Genau. Das passt so mal schon ganz gut. Das heißt, jetzt können wir die Suppe gleich servieren, vorher geben wir aber das Rinderfilet Wellington hinein. Vorgeheizt haben wir ja 210 Grad Feuchtgarn nieder. Das Rinderfilet Wellington haben wir ja vorbereitet. Weil wir gesagt haben, wir wollen unsere Kartoffel auch noch knusprig haben, können wir natürlich die jetzt da gleich noch mit dazugeben, auf das Blech auf von dem Rinderfilet. Vielleicht ein paar Tropfen Öl drüber, das leitet die Temperatur weiter, damit es auch gleichmäßiger wird. Vielleicht nochmal leicht angesalzend, kurz einmal durchgemischt. Und das legen wir da gleich dazu auf, damit wir die auch noch knusprig mitmachen können. So, das andere Gemüse kommt später dazu. Das brauchen wir nur mehr auf Temperatur bringen, das haben wir ja kurz vorblanchiert einfach. Damit wir jetzt aber nicht einfach so einen Blindflug starten und wie lange braucht es, wir wissen ja nicht, was hat jetzt das Rinderfilet bereits für Temperatur drinnen, wir haben es leicht anbraten. Ich gehe davon aus, dass das wahrscheinlich schon die 20, 22 Grad Raumtemperatur hat. Das heißt, recht lang wird es nicht mehr brauchen, daher verwendet man am besten den Kerntemperaturfühler. Das heißt, den stiche ich da einfach mal rein, an der Spitze ist ja der Messpunkt. Jetzt geht es da gleich los, Feuchtgarn nieder, 210 Grad. Wo wir es wieder hingeben, ist ganz gleich. Die Hitze und das Klima wird ja im ganzen Garraum drinnen gleichmäßig verteilt. Jetzt wird der Fühler angestochen, das Gerät erkennt ihn dann von alleine und fragt, was möchte ich für Kerntemperatur haben. Nachdem es eine gespeicherte Funktion ist, würde natürlich ein Fühler nicht haben. Aber Feuchtgarn nieder, 210 Grad, nehmen wir die Kerntemperatur, steuert jetzt jeder natürlich wieder anders. Manche wollen es halt schön rare haben, Englisch, Französisch, ja. Blö. Gut, Deutsch Kinder, kommt zu essen, die Kuh ist warm, die hat halt richtig viel Fleisch anschnitten. Ja. Manche wollen weniger oder mehr haben, dann kann ich natürlich das mit der Kerntemperatur steuern. Aber jetzt hat es 23 Grad, ja? Und die Frage ist immer, wie lange dauert das dann ungefähr? Das rechnet bei der Multidampfgarre ja von alleine aus. Ja, aber die Leute wollen sich für die Planung ungefähr wissen. Ich gehe davon aus, dass es ca. 20 Minuten jetzt dauern wird von 23 Grad. Ich nehme da jetzt auch nur 50 Grad Kerntemperatur, es zieht man leicht nach. Das heißt, 5 Grad hat es gleich mal. Also ein Blätterteigmantel speichert ja die Hitze, die Feuchtigkeit drinnen, damit man das ja nicht übergart. Manche sagen, ich will weniger haben, die nehmen nur 48 Grad. Das kann ich natürlich auch sagen, dass ich nur 48 Grad nehme, weil beim Biogarn dann bei 80 Grad zirkt es ja noch leicht nach, es kann da gut nachrasten. Und ich habe die Möglichkeit, dass ich es halt noch drinnen lasse, warm halten. Je nachdem, wenn man vielleicht einmal nach der Suppe, nach der Vorspeise eine kleine Pause braucht. Das heißt, wir stellen ein 50 Grad Zielkerntemperatur. Genau. Und dann wir rechnen, das dauert 20, 25 Minuten ungefähr. Wird es brauchen, ja. Ja, um den Dreh. Und ich gehe halt davon aus, wie rechnet man es aus? Ja, ja, klar. Nur, dass man ein Gefühl hat, wenn man, wann soll ich es rein tun, wie immer. Ne? Und dann haben wir das fertig. Wir haben Suppe. Soße. Nein, wir haben da die Soße haben wir fertig. Das heißt, in Wahrheit brauchen wir dann nur mehr das Gemüse dazu. Und wann kommt das dazu? Weil das ist ja jetzt nicht so. Das tun wir nur mal kurz beim Biogarn dazu. Das wird warm da drinnen okay. Noch. Also wenn er runtergeht von der Hitze. Also zum Schluss gebe ich das Gemüse dazu, das ich schon einmal mit Vitaldarm vorbereitet habe. Genau. Okay. Und jetzt starten wir gleich einmal damit, dass wir dann die Bratapfel machen. Das heißt, du kriegst einmal die Suppe. Warte mal, da ist mehr drinnen. Schau. Die Christine Stubitz meint, sie ist gleich bei uns im Schauraum. Die wohnt in der Nähe. Achso, okay. Aber so schnell kann die gar nicht da sein, wie ich alles zusammengegessen habe. Also da stellen wir die nächste Portion dann für unser Kamerateam einfach hin. So, da gebe ich dann gleich wieder ein paar Sachen hinten zum Verräumen, zum Abwaschen. Sehr, sehr das gut. Das werde ich wahrscheinlich eins nicht mehr brauchen. Es hat nämlich keinen aufdringlichen Kokosgeschmack. Na, die Maroni, die Schalotten. Ja, die neutralisiert das. Ich habe jetzt eine Domkagei gegessen am Wochenende. Und das schmeckt dann halt sehr asiatisch natürlich mit dem Kokos relativ nach vorn. Aber das ist wirklich sehr, sehr. So, das gehen wir auch noch hinten ein bisschen einkühlen. Das Blaugrat. Sehr gut. Nachher dann noch vakuumieren. Das können wir auch dabei ein bisschen kühlen. Jawohl. Füllen wir eine frische Sackerl um. Ich kann dabei noch schön gemütlich. Der eine trinkt, der andere isst. Man sieht unsere Vorlieben. Ja, ich trinke schon ab und zu mal gern was. Schluckerl. Hoffentlich schauen da jetzt nicht die richtigen zu. Gibt es gleich wieder Kommentare. Dass mehr Schluckerl sind. Mehr Schluckerl. Dass es mehr Schluckerl sind. So, also im Mixer brauche ich nicht mehr, in Soßenbesen brauchen wir noch. Also ich lege das da gleich mal ein bisschen her. So, da wischen wir gleich wieder sauber ab.
Salz, Zucker, das haben wir alles. So, also weiter geht's dann mit dem Bratapfel eigentlich. Das heißt, die letzte Lade, das ist dann quasi Türchen 24. Ja, nicht ganz 24. Fast. Geht's weiter mit dem Bratapfel. Da gibt es natürlich auch wieder mehrere Möglichkeiten, wie das wer macht. Ich fühle die immer ganz gern, ganz normale Preiselbeeren. Da kommen einfach Nüsse dazu hinein. Ich habe ein Rezept einmal zusammengeschrieben, wie das ungefähr passen sollte. Ich habe das ganz normale geriebene Mandeln. Ich mische das jetzt gleich da im Glasl durch, dann brauchen wir nicht so viel anwaschen. Sondern das heißt, Preiselbeeren mit Mandeln mischen einmal. Genau. Manche dann da jetzt noch. Wo ist er? Ja. Darum. Oder ein bisschen dazu. Ja, okay. Okay. Sondern dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass ich noch Zimt, Nelken, Piment, Gewürze und Co. reinbringe. Ich nehme immer ganz gern das Apfelstrudelgewürz. Manche kennen das auch als mein Blaukrautgewürz. Das heißt, da ist eigentlich alles drinnen, was in einem Bratapfel und Apfelstrudel oder in so ein Blaukraut reingehört. Da tun wir also einen Hauch dazu rein. So, dann, hoppala, das war ein bisschen zu viel. Martin, das wird ein bisschen intensive Geschichte. Das vergeht sich aber schon. Es ist schmeckt nach Weihnachten. Das schmeckt nach Weihnachten, genau. Dann sagen natürlich viele, okay, jetzt noch Dörrfrüchte, Arancini, Rosinen, was auch immer, Datteln. Ich lasse das weg, ich mag es nicht. Also wer will, kann das natürlich gerne hineingeben. Ich gehe davon aus, dass du auch nicht magst. Ich mag alles und iss alles. Mir ist das okay. Ich esse alles, was du mir zubereitest. Machen wir also Innereien Spezial. Echt? Was magst du? Also ich mag wirklich Innereien. Was ich nicht so mag, ist Euter oder so, oder Kutteln, das brauche ich nicht, aber... Kalbsbris, normale Innereien, Leber und Co., Beischel, genau. Also Kalbsbris kaufe ich immer Meindl am Graben. Und die eine sage, ich brauche Kalbsbris, und der sagt immer, na, was wollen Sie zubereiten? Wie viel brauchen? Sage ich, halb so viel, ich brauche sie für meinen Hund. Unser Hund kriegt immer Kalbsbris, tatsächlich. Und deswegen geht es immer zum Meindl am Graben, holen wir das, kriegst du ja kaum mehr Kalbsbris. Wo kriegst du denn das? Ja, die Metzger haben wahrscheinlich Supermärkte eher weniger. Wie gesagt, das Problem bei Innereien ist halt einfach, die Haltbarkeit ist sehr gering. Das heißt, es wird wirklich frisch verarbeitet und man kriegt es relativ frisch. Und in Wien, in einer Großstadt, hast du keine Fleischhacker mehr, keine gescheiten. Ich glaube, es gibt einen Fleischhacker in Wien noch, der selber schlachtet und es zubereitet. Sonst ist es aus. Sonst hast du die ganzen Ketten. Ne? So, das heißt jetzt die Preiselbeeren mit den Nüssen, das ist eine schöne feste Masse geworden. Damit man es vielleicht leichter einfüllt, kann ich so Spritzsäcke verwenden. Und in so einem Spritzsack würde man auch die Kürbiscreme einfüllen, wenn ich die schon vormachen darf. Es gibt da, das ist ein spezieller Sack, so Einwegsäcke gibt es oder ganz normale Spritzsäcke gibt es ja in allen Variationen. Das ist ein bisschen dickes Material, das lässt sich halt auch gut vakuumieren, wenn man so ein Kammergerät hat. Oder wenn man Abschweißgeräte hat, dann kann man das auch zumachen, dann ist es gut abgefüllt. Dann kann ich natürlich auch so eine Kürbiscreme, das ist relativ wasserarm, wir haben sie gut gedämpft und aufgemixt. Das heißt, im Normalfall kann ich das dann auch einfrieren, das heißt, ich habe eine längere Haltbarkeit drauf. Oder wenn mir was überbleibt, kann ich natürlich aus so einer Kürbiscreme auch eine Kürbissuppe machen. Das heißt, verlängern mit Voranschlag was und aufmixen nochmal. Dann habe ich auch statt der Creme halt noch zusätzliche Suppe. Wenn man andere Verwandtschaften noch hat, dann kann man natürlich da auch nochmal Zeit einfach sparen, weil dann setzen wir einfach eine größere Menge von dem Kürbispüree oder von der Kürbiscreme und machen dann einfach Suppen draus. Nachdem ich heute Martin da habe, der mir dann die Bratapfel gleich füllt mit dem Löffel oder mit einem kleinen Löffel, schöne filigrane Arbeit macht, damit er ein bisschen Beschäftigung auch hat. Spare aus der Spritztülle. Das Filet kommt gleich aus. Schau, die Kartoffeln, die fangen schon zum Brutzeln an. Das Filet kriegt oben schon eine schöne Farbe. 27 Grad haben wir schon. Das heißt, langsam aber sicher sind wir ja Richtung Vorspeise oder Richtung Hauptspeise eigentlich unterwegs. Die Bratapfel aushöhlen. Ich nehme immer ganz gern so einen Sparschäler, der ist jetzt so rund gewölbt, mit dem funktioniert das. Oder auch mit einem Parisienausstecher würde es funktionieren. Das heißt, einfach da schön ein kleines Luckerlein, damit ich das Kerngehäuse da einfach rausbringe. So. Hast du schon wieder eine Frage dabei? Nein, aber ein guter Input. Die Frage ist halt, wie breit ist die Zielgruppe? Ja? Okay. Aber die Daniela Lackner hat gemeint, es wäre mal gut, ein Livestream zum Thema Innereien. Ja, hätte ich auch gemeint. Die Frage ist halt, wie groß wird das? Also das ist wahrscheinlich jetzt eher uninteressant. Wenn wir uns zwei zuschauen,
Also grundsätzlich ist es ein interessantes Thema, auf alle Fälle mit Innereien zu kochen. Ich habe schon ein paar so Projekte gemacht. So also ich werde das so machen. Pass auf, wir machen das einfach. Ich werde in die Gruppe eine Umfrage stellen, Livestream zum Thema Innereien, ja, nein. Und dann sehen wir ja, wie viel da ja und wie viel nein anklicken. So einfach ist und dann entscheiden wir das. Genau. Oder wir machen ein anderes Thema. Also im Frühjahr aussieht, dann haben wir ein Thema Fisch wahrscheinlich auch relativ gut. Tue ich da jetzt eh nicht vorgreifen. Überhaupt nicht. Okay. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber Spargel. Die Innereien ist halt gut, weil das einmal was Ausgefallenes ist. Ja, ja, oder wir machen halt einmal ein, zwei Videos dazu zum Beispiel. Kann man auch machen. Ich bemühe mich, vielleicht bringe ich da mal irgendwas hin. Ein paar Rezepte habe ich eh mit Innereien. Die Christine geht jetzt laufen, weil sie nicht zu uns kommen hat dürfen. Okay. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Wir könnten tauschen, nie geschlafen, sie macht weiter. Jetzt ist ja nicht mehr der Bratapfel zu machen. Jetzt sind wir schon fertig. Das Thema ist groß, meint der Geri. Das Thema Innereien. Das stimmt schon, nicht? Wenn man anschaut, jetzt das ganze Thema Nachhaltigkeit und Nose to Tail und alles Verbrauchen vom Tier. Ledergürtel. Ledergürtel zum Beispiel. Gerben. Ich bin besonders nachhaltig, ich brauche viel Leder bei meinen Gürtel. Ja, alles verbraucht wird vom Ring. Also ich habe meine Bratapfel jetzt ausgehöhlt, unten den Putzen lasse ich dran. Wenn der jetzt nicht gerade steht, würde man hinschneiden, damit der eben dann gerade steht. Jetzt kommt da die Preiselbeer-Nussfülle einfach rein. So, schöne. Manche schneiden vielleicht einen Deckel ab, dass man das wieder zusammenbauen kann, damit es wieder wie ein Apfel ausschaut. So, da kommt ein bisschen was drauf. Da war noch was rein. Dann kommt das aufs Blech einfach rauf. So, da haben wir gleich, wenn wir wieder ein bisschen hinten schauen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Stimmt, aber das schaut sehr schön aus. Kochshow vegetarisch ist noch der Wunsch oder die Frage. Okay. Aber es ist tatsächlich immer rein, bitte wie? Ich bin da zu viel Fleischtiger. Ja, ich tue mir. Ich verstehe das ja alles, ja, und, aber ich tue mir da halt total schwer. Also ich kennt ohne Fleisch nicht, aber das ist natürlich jeder wie er will, um Gottes Willen. Das passt ja gut. So, die Bratapfel sind grundsätzlich so jetzt mal fast fertig. Jetzt ist auch die Frage. Wer sich vorbereiten möchte und sagt, ich brate es am Vortag schon, weil ich Zeit habe, weil das wird man stressig da mit einer aussehen und nachharzen und abharzen und sonst was. Ich kann das natürlich auch vorschmoren. Dann würde ich das Ganze in eine Alufolie entwickeln. Das heißt grundsätzlich, damit der Bratapfel mal gut wird, gehört überall so ein kleines Flocker Butter noch drauf. So, dann. Und ich habe mittlerweile vom Internisten die Freigabe, das passt so. Das ist aber ein freundlicher Internist. Ja. Er hat gesagt, er will die nächsten Jahre noch Arbeit haben, also Jahrzehnte. Nachdem wir heute gleich machen oder gleich noch heiß servieren, lassen wir es jetzt einfach einmal gleich so auf dem Blech einfach drauf. Nachher dann mal die gescheit anzuckern, dann brauchen wir nicht nochmal separat wo mühsam ein großes Degel mit viel Zucker flüssig machen und den dann dort durchziehen oder nochmal angießen, sondern einfach gescheit anzuckern. Die kommen bei derselben Hitze grundsätzlich eh nicht bei den 210 Grad Feuchtgarn nieder. Und da auch ungefähr so 15 bis 20 Minuten, je nachdem, wie weich man dann die Abfall einfach haben will. Heißt, ich gebe die da wieder beiseite, meine Mise en place Liste, nee, oder meine Mise en place Schiss Salena. Die Bratapfel sind fertig. Das Parfait ist hoffentlich fest. Da haben wir schon 32 Grad, das heißt, auch da geht es dahin, eine schöne Farbe hat. Eben da ist auch schon das Wellington drinnen. Jetzt werden wir dann langsam aber sicher da mit der Temperatur runtergehen. Damit wir dann auf unseren Punkt schon hinkommen. Die Soße ist ja auch fertig. Und jetzt geben wir dann den Schmäh aus. Jetzt haben wir 18 Grad Zeit. Von 32 auf 50. Ja, jetzt ist der Zeitpunkt da. Die Sabine Kerschner schaut so. Das ist mir wichtig. Okay, das. Also nein, verstehe ich jetzt nicht. Nein, verstehst du nicht. Okay. Die Sabine hat erstens einmal Geburtstag in 5 Tagen. Das ist eine sehr, sehr liebe Mitarbeiterin von mir gewesen, die uns leider dann verlassen hat. Okay. Das freut mich besonders, dass die Saab sie zuschaut. Wildschweinleber. Die Urte, die dürft ihr mit Wildschweinen haben. Da sehe ich immer Wildschweinkeulen, Wildschwein, allerlei. Sehr gut eigentlich. Ich finde das nur hervorragend. Schmeckt jetzt sehr intensiv und man erwischt vielleicht nicht alle damit. Mit Wildschwein? Mit Wildschwein, ja. Schmeckt das wirklich intensiver? Schon intensiver, ja. Vom Wildschmecken her ist Wildschwein eigentlich intensiv. Ein Kitzel natürlich, was man so 8-9 Kilo gehabt hat, ganz ein mildes Wild. Ja. Es kommt oft darauf an, wie lange lässt man Wild reifen. Speziell in der Decke drinnen, eben den Reifeprozess da durchlaufen. Das hat oft auch mit dem Schmecken einfach ein bisschen zu tun. Also das ist Ei auf der Seite, okay. Passt schon.
Das Ei, das war der Eierspeis, das verbrennt. Ja, die habe ich gescheit durchsprudelt. Die Daniela Lachmeier wünscht sich ein Weihnachtslied von dir. Was ist denn das nicht für gut? Ein Weihnachtslied, ich kann kein Weihnachtslied. Also ich kann kochen, aber singen, das ist das Einzige, was ich nicht kann. Ja, na eben. Sonst wäre wahrscheinlich ein Lotto-Sixer. Du wärst einer. Ja, klar. Ach so. Aber während ihr habt da jetzt Zeit, das heißt, wir könnten theoretisch einmal, wenn wir wirklich Zeit haben, nur mal grob durchgehen, was kann der Multidampfgarer alles? Viele waren ja vielleicht doch nicht auf einer Kochveranstaltung oder haben noch gar nicht so Zeit gehabt, die Bedienungsanleitung zu lesen. Das ist immer ganz gut, da steht ja sehr viel drinnen. Das heißt, wir machen einmal so kurz einen Crashkurs zum Thema Multidampfgarer. Es gibt natürlich mehrere unterschiedliche Modelle. Manche können mehr, manche können ein bisschen weniger. Manche haben eben einfach einen Tank im Gerät direkt verbaut. Manche haben eben einfach die Wasserlade, die kann man ja gut rausnehmen, da hat ein guter Liter Wasser Platz. Da komme ich bei Vitaldampf circa mal eine gute Stunde eigentlich aus, mit der man da wirklich mit einer hundertprozentigen Luftfeuchtigkeit arbeiten kann. Das Thema Sous-Vide-Garn gehört natürlich auch zu diesem Dämpfen da mit dazu. Das heißt, da arbeiten wir auch mit hundertprozentiger Luftfeuchtigkeit. Allerdings kann ich da halt das Gerät gerade genau steuern. Wer die Funktion nicht hat, weil die Geräte heute halt den Tank verbaut haben, die haben diese abgespecktere Version oder die haben einfach diese Sous-Vide-Funktion nicht drinnen, diesen Feuchtigkeitssensor, dann nehmen die halt Vitaldampf. Da geht das genauso von 50 bis 99 Grad auf, wo man alles, was man im Wasser kochen kann, auch grundsätzlich also dämpfen können. Nur mal einfach zum Zusammenfassen, jedes Gerät mit herausnehmbarer Wasserschublade genau, hat Sous-Vide. Genau, so. Sous-Vide und auch ja. Die drei Feuchtigkeitsstufen, Feuchtgarn, Nieder, Mittel, Hoch. Die können die Feuchtigkeit messen, die produzieren auch da ein bisschen anders den Dampf. Genau. Grundsätzlich. Das ist das Thema Dämpfen. Also alles, was ich im Wasser kochen kann, kann ich auch dämpfen. Genauso wie unser Gemüse auch. Am besten haben wir dann, wenn wir dann noch Zeit haben, dann gehen wir da gleich ein bisschen runter mit der Temperatur. So, dann haben wir noch mehr Zeit, weil rennt uns heute nichts davon, ich bin eh so schnell. Der Bratapfel, der kann ich dann gleich mit dazu rein. Zum Dämpfen am besten immer die Nieroster-Geschirr, Gastronorm-Geschirr. Das kommt aus der Gastronomie. AEG kommt ja durch Electrolux auch aus der Gastronomie. Die haben vor über 40 Jahren den Konvektomaten erfunden. Seit 30 Jahren gibt es auch den Multidampfgarer. Ich bin immer wieder Teilnehmer bei Kochveranstaltungen, die sagen, endlich kriegen einen neuen. Der alte Multidampfgarer, 27 Jahre, war noch super. Aber jetzt kommt noch mal ein neuer wieder ins Haus, der halt einfach mehr kann, schneller hat oder sonst was. Also es hat sich bewährt und darum kriegt es auch immer mehr Einzug in den Haushalt da. Die Lochbleche sind eben, wie gesagt, dazu da, damit das Gemüse jetzt nicht mehr drinnen schwimmt. Ich habe meine Kohlsprossen nicht kalt abgeschreckt oder sonst was, ich bin nur rausgenommen, habe die dann auf Seiten gestellt, also langsam abgekühlt, nicht mehr abgeschreckt oder sonst was, weil halt das Produkt beim Dämpfen nur mit dem Dampf ummantelt wird und somit habe ich halt den Vorteil, dass es nicht mehr ausgelockt wird. Eine darunter passende Schale, so wie ich es auch gerne mache, sorgt dafür, damit das Kondenswasser oder Gemüsebräsel, Brokkoliflockerl oder was nicht durch runterfallen. Das heißt, mein Gerät bleibt gleichzeitig sauber. Schaut, machen wir da mal kurz ein bisschen auf. Dann haben wir noch kurz mehr Zeit. Das kann dabei langsam da nachziehen. Da passiert nichts mehr. Am besten gleich oben auf 80. So, dann haben wir den Biogarn. Und jetzt geht es nur mehr darum, dass die letzten 10 Grad oder 12, genau. 13 Grad erreichen. Ganz werden. Langsam gemütlich. Der Blätterteig ist gegart da drinnen. Die Kartoffeln sind auch knusprig. Das Gemüse stellen wir gleich dazu rein. Das kriegt dann auch gleich wieder Temperatur. Das heißt, wir sind noch stehen geblieben, das heißt, eine darunter passende Schale habe ich heute halt den Vorteil, dass das Kondenswasser da abtropft wird, das heißt, das sammeln die da auf, das kann ich jetzt zum Gemüsefond dazu hineinschütten. Würzen vor dem Dämpfen bringt nicht viel, weil der Kondensdampf wascht man ja das Gemüse bei Vitaldampf auch wieder ab. Wie lang dämpft was? Also grundsätzlich sind die Garzeiten beim Dämpfen zum Wasserkochen gleich. Die Voraussetzung ist halt, dass der Multidampfgarer einfach vorgeheizt ist. Das heißt, bei 99 Grad starte ich einfach meine Garphase und dauert das genauso lang wie im Wasser zu kochen. Also wer ein Frühstücksei 5 Minuten im Wasser kocht, der wird es auch 5 Minuten dämpfen. Voraussetzung ist, dass das Gerät vorgeheizt ist. Wer sagt, der verwendet es im Kaltstart, dann muss ich 5-6 Minuten für diese Aufheizphase einfach mit dazu rechnen. Also 11 Minuten mit Altdampf und lass der Weiche sein. Genau. Oder wer sich das alles nicht merkt, der arbeitet halt dann vermehrt einfach mit einem Rezeptassistenten. Es sind ja über 280 verschiedene Rezeptfunktionen gespeichert und wenn ich aufs Ei gehe, da fragt man nur mehr Weich, Mittel oder Hart. Also die Stöde ist auf den, die hat es nicht. Ne? Der 89er hat keine Kochassistenten. Er hat den Vario Guide. Ja. Aber der hat das Ei genauso drin gespeichert. Ja, okay. Das heißt, ich suche mal halt, je nach Modell, was ich heute halt habe, meine Programme aus und verwende das einfach mal. Dann kriegt man ja ein Gefühl eine. Das heißt, Flüssigkeit brauche ich keine mehr zugeben, eine Würstel dämpfen oder sowas. Außer wenn ich Produkte habe, wo ich viel Flüssigkeit brauche. Beispielsweise bei Reis. Reis, ein Teil Wasser. Manche nehmen halt einfach mehr Anteil am Wasser, wenn ich klebriger oder batziger haben will. Innen meistens dann gleich so ein Frühstückskaffee-Häferl, ne?
Ich bin ja nur so anderthalb Personenhaushalt, ein Teil Reis, ein Teil Wasser, dann dämpfe ich das und ich kann die Portion fix fertig ausstürzen. Was du auch gemacht hast, ist, entschuldige, dieses Ei in einer Frischhaltefolie und einhängen aufs Gitter, was auch super ist. Ne? Ja. Ein pochiertes Ei. Ja. Ist ja Arbeit. Das Pochieren immer, bis du den Sprudel hast oder Strudel und dann musst du halt den Essig dazu und alles. Ne? Einfach schöner. Ja. Genau. So, da kommt das Gemüse gleich mal mit dazu, damit es da einmal leicht auf Temperatur kommt. Einfach, da fällt die Temperatur, aber 44 Grad Kerntemperatur haben wir schon. Das heißt, es geht da langsam aus. 45, jawohl. Wir haben 7 Grad brauchen wir noch. Geht schon auf, ja. Das heißt, wir haben noch Zeit. Das ist einmal alles so zum, grob zum Thema Dämpfen. Dann kann der natürlich genau dasselbe wie ein Backrohr. Heißluft, Ober- und Unterhitze, also ganz normal klassische Trockenbeheizungsarten, wie man es von früher kennt. Da muss man vielleicht achten, gerade jetzt in der Weihnachtszeit noch beim Kekselbachen, ein neues Gerät hat halt andere Heizleistungen, andere Isolationswerte, wer so einen uralten Backrohr gehabt hat, der auf Oberhitze, Unterhitze 200 Grad gerannt ist bei den Keksel, dann werden da wahrscheinlich einmal so 140, 150, 160 Grad reichen. Die Geräte sind nicht anders isoliert, die arbeiten anders, das heißt da runter von der Temperatur. Wichtig natürlich auch, wenn wir schon dabei sind, ist auch natürlich immer das richtige Blech zu wählen. Wer nämlich Keksel backen tut, die flachen Backbleche funktionieren super, die Hitze kommt schön dazu. Ideal sind natürlich die Patisseriebleche, beschichtet, Löcher drinnen, damit sie das Klima noch besser im Garraum drinnen verteilen kann. Dann kriege ich schöne Ergebnisse von Keksen. Wenn ich auf mehreren Ebenen arbeite, mit Heißluft arbeiten, Ober- und Unterhitze ist nicht sehr einseitig. Das heißt, da kann es natürlich auch sein, dass ein ungleichmäßiges Ergebnis rauskommt. Dann haben wir wahrscheinlich nur daheim das Tiefkühlblech. Naja, da können wir ja auch Keksel backen. Nein, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Durch den hohen Rand staut sich die Hitze, das heißt, die Keksel werden außen immer dunkler sein, in der Mitte bleiben sie hell. Das liegt nicht am Gerät, dass die Temperatur jetzt nicht richtig eingestellt war oder dass der ungleichmäßig backt. Es liegt rein oft am Blech. Genauso, wenn der Kuchen hinten immer zu dunkel ist. Dann ist auch nicht unbedingt der Multidampfgarer schuld, sondern wahrscheinlich, wie das Blech drinnen ist. Wenn das Blech natürlich eine Schirb bis hinten ansteht, dann staut sich die Hitze, die kann nicht mehr richtig zirkulieren im Garraum drinnen. Somit kriegen wir oft ungleichmäßige Ergebnisse. So wie wenn natürlich bei der Türe vorne zu dunkel ist, dann wird wahrscheinlich auch nicht so ein schönes Ergebnis. Das heißt, man kann das Backblech mehr oder weniger weit reinschieben. Ganz genau. Also ideal sind natürlich die Flexi-Runners, weil da ist natürlich das Blech perfekt zentriert im Garraum, da zirkuliert es einfach besser und wir kriegen schönere, gleichmäßige Ergebnisse. Habe ich trotz Flexi-Runners immer noch ungleichmäßige Ergebnisse, wird auch noch nicht unbedingt der Multidampfgarer schuld sein, sondern grundsätzlich vielleicht ist die Masse schief aufgestrichen. Natürlich ist es wahrscheinlich auch nicht. Dann ist einfach die Backtemperatur zu hoch. Das heißt, aber mit der Backtemperatur Garzeit verlängern, dann kriege ich wieder wunderbar schöne, gleichmäßige Garergebnisse. Das muss man oft berücksichtigen. Das vergisst man vielleicht. Ich glaube, der Franz sagt nicht. Immer so 25% die Temperatur reduzieren oder so ungefähr. 20, ja, so 25%. 10-20% einmal runter und einfach einmal die Garzeit verlängern. Okay. Dann werden es auch wieder schöne, gleichmäßige Wenn ich mit Dampf Ergebnisse. Na, grundsätzlich auch bei Heißluft. Bei Heißluft genauso, wie gesagt, die haben einfach eine höhere Lüfterdrehzahl, damit sie den Dampf auch besser zirkulieren können. Okay. Da ist es natürlich auch vielleicht ganz gut, dass man einfach Hitze wegnimmt. Dann gibt es natürlich so Profifunktionen wie auch hier beispielsweise dann das Thema Biogaren, wo ich das Gerät bis 150 Grad aufheizen kann und nach 10 Minuten fällt der langsam auf 80 Grad runter oder je nach Kerntemperatur sogar noch weiter, damit man das Produkt ja nicht mehr nachziehen kann. Das ist natürlich auch, da muss man sich dann mehr damit beschäftigen, dass man sagt, ah, jetzt weiß ich, wie ich da knusprige Kartoffeln hinkriege, das Rinderfilet, das ist halt schon die Etappen auf dem Punkt oder vom I, wo ich nur mehr einen leichten Feinschliff dann brauche. Dann haben wir noch Feuchtgarn, Nieder-, Mittel-, Hoch. Das Wichtigste zum Thema Kombidämpfen, was der Multidampfgarer kann, da haben wir Feuchtgarn, Nieder- oder Intervalldampf, 25% Luftfeuchtigkeit, von 50 bis 230 Grad auf. Das ist die Einstellung für knusprig und saftige Ergebnisse. Ob das jetzt der Schweinsbraten ist, das Grühhändl ist, die Brathaxel sind, verschierte Laberl, Kaspressknädel, das wird fluffig sein, außen knusprig werden, da nehmen wir so eine Funktion. Zwischen 180 und 220 Grad wird es richtig knusprig, weil einfach hohe Temperatur ist. Und wenn ich mit der Temperatur dann quasi noch weiter aufgehe und die Garzeit verkürze, wird es wahrscheinlich schneller braun sein und vielleicht auch nicht zu durch. Was machen wir da noch drinnen? Rührkuchen, manche dann sehr gern backen drinnen, Germteige und Co. Intervalldampf für die, die dann einfach Feuchtgarn niedernäht haben. Die Mittelfunktion ist so eine Einstellung, da mache ich gern meine Rouladen drinnen auch, weil ich viel Feuchtigkeit habe, hohe Hitze auch, mageres Fleisch, mein Buttenrollbraten im Ganzen, den mache ich schön braun bei 160 bis 180 Grad, mein Kerntemperatur fühle auf 85 Grad, dann ist der auch gut durch. Und wenn wir viel Feuchtigkeit haben, die 50%, bleibt es auch wesentlich softiger drinnen.
auf zum Aufbacken von Brötchen, wenn man die einmal eingefriert hat, dann braucht man die nicht mehr nass machen unter der Wasserleitung. Viel Dampf drinnen, zwischen 140 und 160 Grad, packt man die gefrorenen Weckerl einfach auf, dann sind die schon softig. Mit was war das jetzt? Mit Mittel? Mit der Mittelfunktion. Mittel, also 50% Dampf. Genau, wer natürlich das nicht hat, der muss dann entscheiden, okay, Intervalldampf plus, da ist halt viel Dampf dabei, nur bis 130 Grad, oder Intervalldampf, da geht es halt auf bis 230 Grad mit 25%. Da muss man dann vielleicht experimentieren einfach, damit man einfach das Ergebnis so hinbringt, wie man es haben möchte. Das heißt, die Mittelfunktion, die nicht alle haben, nehme ich auch gerne an und für sich her, damit die eventuelle Suppe, was ich gemacht habe, oder die Creme fertig schmoren könnte, weil dann blubbert es einfach mehr. Oder ich nehme dann Intervalldampf Plus oder Feuchtgarn hoch. Da haben wir 75% Luftfeuchtigkeit von 50 bis 130 Grad auf. Das ist halt ganz intensives Schmoren. Fürs Gansel zum Beispiel. Gesundheit. Das ist eine Live-Sendung. Das ist live. Das ist so. Das heißt, grundsätzlich, wofür man nicht verwackelt, ne? Das heißt, grundsätzlich fürs Gansel, das soll ja zart und softig werden. Feuchtgarn hoch oder Intervalldampf plus viel Dampf. Intensive Schmoren oder auch Rindsrouladen zum Fertigkochen. Ich glaube, der Franz hat es auch bei Mittel gemacht, oder? Bei Hoch. Gar nicht mehr so aufpasst. Mittel, bitte meinen. Aber grundsätzlich viel Dampf. Auch zum Regenerieren vom Brot wieder, wenn man so einen halben Wicken hat am Sonntag auf Nacht. Das legt man rein, das lässt man da kurz durchlaufen. Dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, das wieder saftig zu bekommen. Und zum Schluss halt Hitze einfach auf für Heißluft, Feuchtgarn nieder oder Intervalldampf, damit das Brot wieder richtig schön resch und knusprig wird. Manche kochen dann auch, oder ich auch ganz gern, die Marmeladen ein, also Preiselbeeren und Co., alles abgefüllt in Gläser, wie das genauer funktioniert, wird dann im Buch sogar drinnen stehen. Wenn es dann kommt. Wenn es dann kommt. Und da habe ich dann die Möglichkeit, eben auch über den Siedepunkt zu kommen. Manche dann ja die Marmeladen nur dämpfen, also bei Vitaldampf, also nur bis 100 Grad halt. Da kocht halt das Pektin meiner Meinung nach zu wenig. Die Marmelade bleibt oft zu flüssig oder man muss sehr lang drin lassen, dann verliere ich oft Farbe von der Marmelade. Wenn ich mit der Temperatur aufkomme, komme ich eben schneller über den Siedepunkt, das kocht schön und ich kann es da gut einmachen. Also das waren so kurz Crash zum Thema Kombidämpfen. Das letzte ist natürlich das Regenerieren, das heißt das langsame Schonende wieder aufwärmen. Da ist die Funktion ja gespeichert, 10 Minuten bei 110 Grad ist da voreingestellt. Das heißt, wir richten das Essen ganz normal aufs Teller an, wie man es isst. Stellen das in den kalten Multidampfgarer, Funktion regenerieren, Türe zu. Wichtig, frisches Wasser immer vorher füllen und in 10 Minuten hat man fertig heißes Essen. Aber nicht, wenn ich was paniert habe zum Beispiel. Weil das wird lätschert, ne? Gebackenes ist immer schwierig. Ja, Schnitzel ja. Nicht aufwärmen, Ketchup, Semmel, Blattelsalat und Pizza dahin. Eher auch nicht, ne? Die wird auch lätschert. Das tat ich eher mit einer Hasenhitze und schnell. Kalte, noch mehr aufwärmen. Ja, wenn ich es aufwärmen will. Aufwärmen. Kalte Pizza ist auch was Gutes. Ja, eh, natürlich. Und weil du hast gesagt, dass frisches Wasser immer einfüllen. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Gerät habe, leere die Lade aus, wenn ich fertig bin mit dem Kochen. Genau. Wie lange kann ich es theoretisch drin lassen, wenn ich weiß, ich koche am nächsten Tag wieder? Ist wurscht oder nicht wurscht? Ich würde halt immer frisches Wasser einfüllen. Wenn das Wasser drinsteht, es lagert sich Kalk mehr ab in der Wasserlade. Ja. Das geht natürlich durch das auch mehr in den Dampfgenerator mit hinein. Also ich würde einfach, es ist ja auch nur ein Handgriff, zack, ja. Außer fertig. Also Geräte schonender ist es immer, das Wasser auszuleeren und dann, wenn ich wieder brauche, zumindest weiß ich, dass ein frisches Wasser drin ist. Ja. Wenn ich das Gerät zwei, dreimal am Tag brauche, fühle ich ja dann permanent nach. Ja. Wer dann ein Gerät hat mit Tank, die sagen dann, wow, jetzt muss ich jetzt meinen Tank entleeren, da gibt man unten ein Blech hinein, hinten ist das Ausspülventil, da muss ich natürlich jedes Mal das Tank entleeren, das dauert ein paar Minuten, damit ich das wieder leer habe, dann würde ich sagen, füllt es von Haus aus gar nicht so viel Wasser ein. Wenn natürlich jedes Mal das Gerät auffüllt, bis er schreit, piep, 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 Wasser bitte nicht mehr füllen, der wird natürlich ewig Wasser drinnen haben und Frischwasserdampf schmeckt noch nichts. Wenn es natürlich dann länger gestanden ist, das Wasser, dann kann es so zum Mirkeln oder zum Riechen anfangen, wo man natürlich noch weniger, weil dann habe ich wirklich vielleicht einen Geschmack drin, den man nicht haben will. Dann würde ich sagen, füllt es gar nicht so viel Wasser ein, er meldet sich ja, wenn er Wasser haben möchte. Das heißt, ich schnappe einfach mein Glas Wasser, mein 2 Liter Wasser, wenn ich nur ein Ei dämpfe, brauche ich ja nicht so viel und ich kann da wirklich dann gleich wieder perfekt anrichten. Okay. So. Gut, apropos anrichten. Ja, der Hunger kommt, gell? Nein, überhaupt nicht. Ach so, doch noch nicht. Nein, ich bin. Achso, es sind jetzt 47. Ich hab gedacht, das hat schon mehr, was piepst hat. Ja, ja, ich hab da vorher ein bisschen abgedreht und naja, da abkühlt jetzt auf 47 Grad, auf 90 Grad Biogan lassen wir es jetzt auffizieren, schön gemütlich auf unsere restlichen Temperaturen, also langsam, damit es wirklich hoffentlich wirklich perfekt am Punkt ist. Und unten das Gemüse noch schön mitwärmen. Da haben wir die Soße, die machen wir jetzt auch noch schön fertig. Aber die ist eigentlich schon sehr, sehr gut. Sehr gut. Jetzt schauen wir mal, da gehört noch was rein, Martin, das ist noch nicht so. Die Christine hat Pizza schon regeneriert. 7 Minuten und dann 5 Minuten Heißluft. Ja klar, das wird ein bisschen knusprig werden. Und vor allem die Temperatur auf, genau. Dann geht das ganz gut. Genau.
Was halt auch gut zum Regenerieren für solche Sachen geht, weil da eine gewisse Feuchtigkeit dabei ist, also wäre die Mittelfunktion. Also vielleicht kann mittel 150, 160 Grad, viel Dampf, damit ja nichts austrocknet, aber hohe Hitze, damit es halt nochmal schön hinbringt. Hast du, lieber Markus, nein, es kommt nichts weiter. Also. Hast du eine Lieblingssorte an festkochenden Kartoffeln? Boah. Also für einen Kartoffelsalat nehme ich am liebsten den Kipfler-Salat. Kipfler-Kartoffel. Aber gibt es die überall in Deutschland und Österreich? Oh, oder ist die Frage. Linzer Kipfel ist das ja normal, ne? Diese längliche Kartoffel. Murzelendig zum Schönen, aber das sind nicht einfach für einen Kartoffelsalat die besten. Schön kompakt sein, ne? Schön bissig. Ja. Und sonst? So. Und sonst? Also, ich nehme mich immer ganz gerne. Wo festkochend oben steht, dann fertig. Also ich habe schon für jede Verwendung habe ich eigentlich einen richtigen oder den passenden Kartoffel. Wenn ich Pürees mache, Gnocchi, sowas, nehme ich mehlige Kartoffeln gern. Für den Salat eher die speckigen. Wenn ich sage, so vorwiegend festkochen, dann wird der Salat meistens cremiger. Das heißt, die Stärke kocht sich mehr aus, der Kartoffel wird weicher, dann ist der Salat cremiger. Wenn ich einen sehr speckigen Kartoffel nehme, dann bleiben die Scheiben gut erhalten und der Kartoffelsalat mariniert. Das ist je nachdem, was für Optik man da haben möchte, kann ich die verwenden. Okay. Jetzt wird die Soße noch leicht montiert. Das heißt, so ein Teelöffel kalte Butter kommt da jetzt einfach. Das ist ja ganz. Das ist richtig. So, ein bisschen was noch. So. Also es kommt da mit dazu eine kalte Butterflocken, nehmen wir da jetzt zum Montieren. Salzen ist auch wichtig, keine so ein Fond, also nicht salzen am besten, weil sonst kann ich da jetzt nicht mehr richtig aber reduzieren, sonst habe ich zu viel Salzgehalt drinnen. Dann schmeckt die Soße versalzen, bevor es überhaupt richtig fertig darf das jetzt noch kochen, wenn ich das mit der Butter montiert habe oder nicht? Das muss kochen, weil wenn das nicht mehr kocht, setzt sie die Butter oben ab. Das heißt, das Fett brennt sie wieder. Solange es kocht, emulgiert es wie Mayonnaise. Ja. Okay, es muss weiter köcheln, wenn ich mit der Butter arbeite. Leicht, also jetzt nur leicht weiter köcheln, nehmen anrichten, auch damit es gescheit heiß ist. Und dann einfach. Okay, aber nicht aufhören zu kochen. Nein. Wer natürlich jetzt einen Pfeffer macht, also Hasenpfeffer, wer das vielleicht kennt, da wird mit Schweineblut ja gebunden. Dann sollte es nicht mehr aufkochen, weil sonst gerinnt das Eiweiß und dann zirkt das richtig an und wird das schnittfest. Aber wenn ich mit Butter arbeite, kann ich natürlich jetzt dann einfach noch ganz normal aufkochen. Ich schaue uns zu, die Annemarie Janecek, die war bei mir im Schauraum und hat sich informiert über Multidampfgarer. Okay. Und die backt hobbymäßig Torten. Und die hat mir gesagt, Torten, das ist unglaublich. Ja? Also was da alles möglich ist mit der Kreativität, was man da für Torten machen kann. Und die hat jetzt auch neu eine Multidampfgarer genommen eben und hat vorher ein herkömmliches Backrohr gehabt. Und bin schon gespannt, was sie da alles zaubern wird. Es kann nur noch besser werden. Gas geben. Mit der Kerntemperatur. Jetzt dauert es fast lang, weißt du. Steht er fast. Die Soße ist fertig, wir warten nur das Fleisch. Na ja, gut, das sind auch Grad. Du bist das rare. Nein, das ist gefährlich. Nein, aber das wird schon. Wir lassen das. Gibt es uns noch Fragen? Gibt es Fragen? Heute habe ich Zeit. Die Apfel legen wir nachher eine. Die werden wir nachher wieder aufheizen. Das heißt, wenn die rauskommen, wir gehen zur Hauptspeise essen. Wie lange brauchen die Äpfel? 10 Minuten, Viertelstunde. Das ist je nachdem, wie weit man es will. Also, ich würde es ganz schätzen kochen, dann macht 20 Minuten. Kommt ja darauf an, was nehme ich für eine Apfel. Es gibt ja. Ich glaube, 3000 Apfelsorten. Ja, was für eine Sorte Apfel eignet sich gut für ich nehme da auch wieder eher festere Äpfel. Also ich habe jetzt den, schieß mich tot, ist ein Pink Lady gewesen, ich weiß jetzt gar nicht genau, okay. Ich glaube, Pink Lady, der ist relativ fester Apfel, Golden Delicious wird relativ weich sein, der wird wahrscheinlich nicht so schön werden, also da eher kleinere, speckige oder feste Äpfel nehmen, damit ich die einfach schön drinnen machen kann, damit es Form hält. Manche wickeln sie ja in der Folie, wenn ich es am Vortag machen will, dann kann ich das natürlich auch gut vorbereiten. Also die Himbeeren sind nachher fürs Dessert erst. Für den Bratapfel. Ja. Für den Bratapfel dazu. Das hat die Soße köchelt vor sich hin. Was man, die Urte hat gemeint, beim Regenerieren heizt sich immer vor. Ja. Grundsätzlich ist Vorheizen nie falsch, weil ich halt einfach schon bei Betriebstemperatur starte. Wenn ich sage, ich tue Vorheizen, dabei ich mein Essen anrichte, dann geht es natürlich um die Zeit, was ich sonst zum Vorheizen brauchen würde, nur zusätzlich schneller. Ja. Das heißt, da dauert es Regenerieren dann nicht 11 Minuten, sondern wahrscheinlich nur 6. Ja. Wenn er vorgeheizt ist eben. Ja. Sehr gut. Passt, da ist das Meeressalz noch. Genau, wenn wir dann gleich anrichten. Da ist ja Fleur de Sel, Grobsalz oder Maldonsalz, vielleicht unbedingt anderes Salz. Was gibt es da alles für Salz? Das ist ja unglaublich, oder? Oder du hast Koch bei deinem Kopf, oder? Was sich da entwickelt? Also grundsätzlich ist wahrscheinlich auch sehr viel Geschäft,
Geschichte, wo was, wie es so jetzt herkommt. Ich möchte wissen, ob das schmeckt. Also ich verwende grundsätzlich beim Kochen, das ist ganz normales österreichisches Salz. Das ist naturbelassen, da sind keine Rieselhilfen drinnen, es ist auch nicht jodiert oder auch kein Fluorid nicht was dabei. Was heißt Rieselhilfen? Heißt, in manchen Salzen sind Rieselhilfen? Oder was? Ich weiß nicht, was es dann genau ist, damit das Salz einfach nicht zusammenklebt oder sonst was. Da habe ich halt immer wieder das Ding drin, dass ich keine Klümpchen drinnen habe. Aber ich mache ja nichts. Mir ist das wurscht. Ich verwende auch eher unjodiertes Salz ganz gern. Früher war das immer so, Jod überall dazu, ja, weil ich Kopf gehabt hat. Ja. Jetzt sind in so vielen Sachen Jod einfach drinnen, dass ich sage, okay, du hast beim Kochen jetzt nicht dazu unbedingt. Ja. So ein Fleur de Sel ist natürlich das erste Salz, das oben abgeschöpft wird. Sehr feines Salz natürlich, hat so einen leichten Knack drinnen und ist halt vom Salzgehalt jetzt nicht hundertprozentig, sondern wahrscheinlich nur 85-prozentig, weil natürlich andere Mineralien und Co. drinnen sind, darum schmeckt es nicht so scharf. Mhm. Ein Jod, weiß man, das brennt in der Wunde furchtbar, das schmeckt auch im Mund eher scharf. Ja. Das heißt, jodiertes Salz schmeckt von Haus aus immer schärfer. Darum kann natürlich auch sein, dass viele bei den Kochveranstaltungen bei mir sagen, wenn ich mir so eine Handvoll Salz reinige, oh Gott, das... Weil es nicht so intensiv ist. Weil es einfach nicht so intensiv, weil es nicht so ein Reinheitsgehalt hat. Mhm. Weil es einfach nicht weder raffiniert ist noch sonst was. Das heißt grundsätzlich keine Rieselhüfen oder das Jod dabei, das einfach ein Salz schärfer macht. Also natürliches Salz. Ganz genau, naturbelassen. Das war ja eine Zeit lang mit den Pfeffersorten, aber so als Pfeffer der Herzart haben die Leute. Das war ja unglaublich teilweise. Ich meine, ich glaube schon, dass man das schmeckt, wenn man das pur wo drüber gibt dann. Aber wenn ich das so wie du da einrühre, ich weiß halt nicht, ob man da irgendeinen Unterschied schmeckt, oder ist das? Kann man wahrscheinlich streiten drüber. Ich würde mich da jetzt nicht auf das blanke Eis austrauen. Also ich schmecke das jetzt, ob da jetzt ein Telicherry-Pfeffer drinnen ist oder tasmanischer Pfeffer oder Langschwanzpfeffer oder sonst irgendwas. Da würde ich mir jetzt vielleicht nicht so drüber trauen, weil da so viel Geschmack einfach drinnen ist, dass man es schmeckt. Also ich glaube, wenn man es pur drüber gibt im kalten Zustand, kann ich mir schon vorstellen. Dann schmeckt es sicher wahrscheinlich, wenn ich zum Schluss noch wo mache. Ne? Gut, das Rotweinsalz von Franz und Rosi Stolz ist natürlich ein Hammer. Das ja, stimmt. Super. Da habe ich natürlich den Rotweinschmacken drinnen, das heißt, die brauchen nicht mehr dringen. Ja. Kann man aber trotzdem. Kann man trotzdem. Kann man trotzdem. Muss man nicht, kann man aber. So. Ich glaube, wir schauen jetzt einfach mal nach, wie das ausschaut. Ist doch warm, oder? Ich habe mir es gedacht. So, ich werde die Soße da her. Ich würde eher sagen, schwer. Schwer, okay. Also, das ist schon heiß. Also, da müssen wir wieder einmal Grilli was hier einstellen. Für einen Bratapfel, wir werden das jetzt gleich notlos in anmachen. Das heißt, mein Gemüse da ist schon heiß. Ja, das ist auch warm. Passt gut. So, einmal Favoriten. Grill ich was hier. 210 Grad Feuchtgar nieder. Das ist auch ideal für Backhändl. Wo man die abfällt, da sind's. Also Backhändl um Schnitzel und so, ne? Ja. Gebackene Sachen, Grühhändl und Co. Ist da auch ganz ideal. Wo wir jetzt die Bratapfel reingeben, ist wieder ganz gleich. Die Hitze wird im ganzen Garraum wieder gleichmäßig verteilt, wie wir heute schon gehabt haben. Und jetzt ist das Ganze fertig. So. Jetzt schauen wir. Jetzt 49 Grad. Naja, 47 hat er nur zum Schluss jetzt gerade einmal gehabt. Das zieht gut, aber das war ja ganz drin. Zieht ein bisschen nachher. Ich brauche jetzt noch zwei Teller. Clear. So, Soße ist fertig. Da haben wir das Gemüse, da haben wir die Kartoffel. Wir fahren einmal mit den Kartoffeln an, weil dann schaut zumindest der Teller schon mal noch ein bisschen was aus. Also die Kartoffeln haben wir kurz, ja, oder von Anfang an eigentlich mit drinnen gehabt. Die sind auch braun geworden, schön knusprig. Hört man das? Also wenn man es hört. Hört man. Das knusprig sind. Wie viele Kartoffeln wüssten? 5, 6, 7, 8? Die Daniela fragt, wie viel Grad Kerntemperatur waren das jetzt? Keine 50, nein, es waren 48, 47. Ja, 53, 54 wird schon gehabt haben jetzt. Nein, das Fleisch, Kerntemperatur. Also, ich brate auf 47, ein bisschen was habe ich jetzt aufgetan, das muss man kurz ein bisschen nachziehen. Wir können es ja nochmal gut messen, wenn es ist. Jetzt haben wir das Spachtel an. Das ist ja eh, je nach Qualität beim Fleisch kann man das ja durchaus auch ein bisschen, schau, perfekt. Nicht? Perfekt? Was ist denn? Kann man es mal kurz sehen oder? Sag es nochmal her. Lass mal es ja so. Nein. Ich glaube, es passt ja ganz gut, oder? Nein. Das ist ja. Das tun wir dann mal auf die Habenseite von mir. So.
Also das geben wir mal Martin dann. Das ist wunderschön rosa innen. Da ist ja das Stickernessen, das heißt, das ist ein bisschen weniger noch, das passt, glaube ich, auch ganz gut. Super. Wo ich meine Fleur de Sel, da kommt einfach nur ein bisschen was drauf jetzt. So, zack, zack. Also das ist, schaut auch im Bild, im Stream sehr schön aus, das Fleisch. Nicht nur hier live, sondern wirklich auch im Stream. Die Soße schaut auch sehr schön aus. Die Soße schaut gut aus. Also auch hier fahren wir da jetzt einfach mal so eine kleine Runde um mich. Wunderbar. Dann natürlich etwas Grünes. Was Grünes. Das Auge zu ihr mitessen. Das heißt, da rundherum schön wieder grün auf da. Perfekt. So, lieber Martin, du kriegst jetzt den Hauptspeis. Es ist soweit. Wünsche dir gutes Gelingen. Oder, naja, gutes Gelingen habe ich gehabt. Du Mahlzeit halt einfach. Patz dich nicht an, hast du es doch. Passt dich nicht an. Schaut sehr. Ich tag das daher, wie schön das geworden ist einfach. Aber es ist doch interessant. Es hat Ansatz 47, 48 Grad. Da würde man ja wirklich befürchten, dass das anders ausschaut, oder? Also grundsätzlich zirkt es in so einem Blätterteig immer sehr schnell nach. Ja, okay. Weil ich bin zum Schluss jetzt mit der Temperatur noch aufgefahren. Man hätte es ein bisschen rosten lassen können. Dann lasst es nicht so viel Wasser da unten. Aber ich mir jetzt denke, wir richten das jetzt einfach an, weil wenn es dann rauskommt, ein bisschen nachziehen tut es eben. Mm. Mhm. Das heißt, wer so schönes Rinderfilet Wellington macht, der fährt Champagner aufmachen, oder? Trink was, Markus. Wir feiern das. Markus, trink. Wir feiern das. Ich hab da Bangen gehabt, dass ich das heute so hinbringe. Ich habe das Menü jetzt, glaube ich, bei 5 Kochkursen nochmal nachgemacht. Wir lassen nochmal die Korken knallen. An alle meine Kollegen daheim. Macht euch auch eine Flasche auf. Besser ist. So, dann. Hauptaugenmerk soll ich jetzt bitte auf das schöne, zartrosa gebratene Wellington sehen. Gutes. Wie schmeckt's? Hervorragend. Wirklich sehr, sehr gut. Es ist total saftig, das Fleisch ist weich. Es ist wirklich gut. Was wirst du machen zu Weihnachten? Wer, ich? Ja. Ich bin heuer eingelohnt. Ist aber super, seit, oder? 17 Jahren Weihnachten habe ich daheim gekocht. Heuer bin ich das erste Mal eingelohnt. Das ist eine Risikogeschichte. Ich hoffe, meine Schwagerin hört nicht zu. Ich habe Reservebratwürstel im Auto. Ich weiß nicht, was kochen wird, was macht, aber sicherheitshalber einfach mehr Bratwürstel mit. Sicher. Das ist ja, weil du sagst Bratwürstel, meine Frau kommt aus Kärnten und es ist ja von Bundesland zu Bundesland, diese Weihnachtsessen sind ja sehr unterschiedlich. Ja. Es gibt ja auch Bundesländer wie Kärnten, Hermagor, da auf die Gegend, die ist natürlich Würstel mit Kraut zu Weihnachten traditionell. Ja, Bratwürstel mit Kraut ist bei uns in Oberösterreich, Mühlviertel, also ich kenne viele, da gibt es Würstel oder Bratwürstel mit Sauerkraut. Ich habe das eigentlich auch immer dann und irgendwann einmal. Und warum ist das so? Ist das, hat das eine Tradition, einen Grund? Oder es, ist es gibt ja diesen jetzt weiß ich auch nicht genau, manche machen das ein bisschen anders, diesen Bratwürstelsonntag. Das ist, glaube ich, der erste Adventssonntag, glaube ich, ist der Bratwürstelsonntag. Schießt mir da jetzt nicht fest, ich weiß nicht ganz genau. Mhm. Aber da gibt es einen Bratwürstel. Oder heute halt dann am 24. Dezember daheim Bratwürstel und Sauerkraut. Ist ja gutes Essen. Und mir wäre ja Bratwürstel an und für sich ja auch lieber, als wie sowas da. Weil wer macht denn die Hocken? Naja, aber sowas war jetzt überschaubar. Naja, da haben wir es auch ich machen. Also du machst das, ja. Das heißt, Bratwürstel und Sauerkraut ist viel weniger Arbeit. Ich kann gleich mal viel was anderes machen. Kochen tue ich eh genug das ganze Jahr. Sag das nicht, sonst kommt meine Frau auf die Idee und sie kriegt Bratwürstel und Sauerkraut. Also okay. Aber man sieht ja, wie einfach und schnell das aussagen kann. Richtig. Gleich noch in die richtige Richtung klingt. Also, oh, die Butter ist jetzt gegangen schon. Mhm. Das geht da oben schon schön drauf. Wunderbar. Das heißt, die Bratapfel sind auch fast fertig. Rinderfilet Wellington, ich stelle euch das da auch noch an, ihr dürft es da kosten. So, da. 1, 2, 3, 4 Gänge. Eins riecht man dann noch wunderschön an. Also am ersten Adventssonntag, sagt die Daniela Lachmeier. Ist Bratwürstelsonntag. Offenbar. Dankeschön für die Bratwürstelsonntag am ersten Adventssonntag. Also du war der jetzt eigentlich schon, ne? Mhm. Letzte Woche. Der zweite war ja dieses Wochenende schon, ne? Ja. Mhm. Also der zweite, ja. Ah, da riecht sogar schon von den Bratapfel raus.
Herrlich, wenn das der Heim riechen könnte. Der Gary Hofer geht schon schlafen. Gibt sowas auch? Ins Bett. Mhm. Okay. Der hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass mein Rinderfilet Wellington so schön wird. Ja, genau. Der wollte bis zum Schluss warten und lachen. Ist ihm nicht gelungen. Aber ich habe dafür sein Schü. Der ist wunderbar. Wie schmeckt der? Wunderbar. Es ist wirklich eine ausgezeichnete Sauce. Diese Soßenthematik ist ja sowieso immer sehr komplex, oder? Ja. Vor allen Dingen, genau das Gute in der Küche liegt genau in dem drinnen. Da kann man natürlich schon sagen, naja, auch ein blindes Huhn findet mal den Korn. Man hat einmal wirklich viel Glück, dass es wirklich so schön wird wie mein Story jetzt. Mir passiert das ganz ehrlich auch nicht so, dass es immer so wird. Das ist auch, ich sag, von 100 viele Wellingtons werden 30 vielleicht so schön. Die anderen schauen dann eher vielleicht einmal so aus oder sind vielleicht nicht so durch. Ja. Es ist immer schwierig, auch mit einem Kerntemperaturfühler. Es liegt viel am Fleisch natürlich auch, wie lang zieht es nach, wie dick ist es, wie viel Fülle habe ich eh nicht gegeben. Da sind sehr viele Parameter, die halt einfach da entscheidend sind. Aber sowas hinzubringen ist noch relativ einfach. Das Wichtigste grundsätzlich liegt in die Soße. Die guten Betriebe oder Betriebe und Köche, die sich da wirklich auseinandersetzen, die dann Fonds, ganz genau, die dann Fonds ansetzen, Schüs ansetzen, rösten. Viele machen das nicht, weil einfach der Fachkraft oder die Fachkraft abgeht, die halt Zeit hat auch für das. Das ist ein sehr intensiver Zeitaufwand, wenn ich da 2 Stunden Knochen rösten tue, ablöschen, aufgießen und dann vor allem den einkochen, dass ich mir perfekte Soße habe. Das heißt, wie mache ich jetzt so einen Schü? Das heißt, Knochen, aus denen kommt die ganze Kraft? Knochen, Fleisch berühren und Co. werden grundsätzlich einmal geröstet. Also Fleischabschnitte, Knochen und... Genau, Sehnen, Knochen, Knorpeln, was jetzt dabei ist. Das kann man im Multidampfgarer super rösten. Ich nehme den immer ganz gern so Heißluft- oder Tiefkühlgerichte, 200 Grad oder 180 Grad, damit das wirklich gut röstet. Am Herd nehme ich einen großen, wirklich großzügigen Topf. Da schwitze ich dann irgendwann einmal mein Wurzelgemüse an. Die Knochen, wenn die so 2 Stunden geröstet sind, kommen aus, rein in den Topf, was der Gary ja gemacht hat, und da röste ich das dann einfach nochmal weiter. Zwischendurch immer wieder mal mit einem Rotwein aufgießen oder mit Wasser, damit sich der Bratensatz da unten gut löst. Perfekt ist natürlich, wenn man mit so einer Spachtel immer schön abschabt. Leicht aufgießen, also deglasieren würde es heißen, dann wieder Fond dazu, wieder ablöschen oder mit Wein, Portwein, manche machen Reduktion. Wie lange braucht ein guter Fond so? 2 Tage. Also ich lasse... Naja, wie lange steht da und kocht? Ich lasse einmal fast einen halben Tag mitkochen so. Am Herd einfach, Köcheln ziehen, über Nacht lasse ich ihn abkühlen, dann kommt das Kollagen besser aus dem Ganzen, wenn es einmal abkühlt, das bindet einfach wieder besser und am nächsten Tag lasse ich das Ganze einfach gut einkochen. Das heißt, wieder einkochen, dann seiche ich das Ganze irgendwann ab, dann ist er so am Topf, wenn der Pump voll ist, nur mehr so ein kleines Töpfchen geworden und das lassen wir dann einreduzieren, damit das genauso die Konsistenz kriegt. Das heißt, runter reduzieren? Bis aufs Letzte. Immer wieder drum aufpassen, damit man ja wirklich gut abtropft. Manche pressen das aus, damit da wirklich jeder Tropfen rausgeht, weil da halt dann ganz wenig rauskommt. Viele sagen halt, nee, in einem guten Restaurant, da kriegst du 3 Tropfen Soße drauf. Die reduzieren das halt vielleicht 2-3 Mal setzen die sowas an, damit das ganz intensiv wird. Ja. Und dann ist halt natürlich das wie Gold, ja, wo man sagt, das Batzel Soße ist überblieben, das dann mal unter ständigem Rühren in den Ausguss sein. Also da wird wahrscheinlich irgendeiner einen Herzinfarkt kriegen und umfallen. Nee, natürlich ist das intensiv, aber trotzdem... Mit den 3 Kleckse bin ich dann auch oft. Aber das gibt es durchaus. Zu wenig, ja. Da kriegst du nur ein bisschen und entweder habe ich eine Soße oder ich habe so eine Nuance von einem guten Geschmack. Ja. Eine Soße ist eine Soße. Ja, man darf das jetzt nicht mit dem Schweinsbraten oder mit so einem Krähenfleisch verwechseln, wo da richtig so das im Fond drinnen schwimmt. Sondern oft sind sie halt einfach nur so einmal eine Runde im Teller gefahren und das reicht, ja, wenn man ein bisschen mit isst. Sicher ist natürlich dann, dass man will ja immer zusammendungen, ja. Wieder wie wir zusammentun, vielleicht mit einem Brot, so wie beim Gulasch, ne? Das ist ja nett, aber... Nein, das ist natürlich das andere Extrem. Ne? Man will vielleicht da auch oft nur Konturen mit einer Sauce schaffen, geht vielleicht nicht unbedingt immer um einen Geschmack. Ja. So. Bratapfel sind auch fertig, schau, die sind schon schön aufgegangen. Brutzeln dann schön. Hat noch jemand Fragen? Zu irgendetwas, was den Multidampfgarer anbelangt. Da nehmen wir noch ein Drittel Wasser. So, nein. Gut. Also da ist, ja. Ist noch immer. Es ist hervorragend. Es schmeckt wirklich gut. Was ich vielleicht jetzt, es schmeckt sehr gut. Aber? Einzig die Kapern, ich bin das einfach nicht gewohnt. Ich kenne das so klassisch halt mit Schnittlauch oder so. Ne? Weil Kapern schmeckt halt sehr dominant. Aber es schmeckt sehr gut, aber es schmeckt anders, wie ich es bis jetzt gekannt habe. Aber ich schmeck.
wer keine Pilze mag, der tut nur zu viel anschwitzen. Oder keine Champions. Okay. Ja, klassischerweise, manche dann sogar den Blattspinat entwickeln. Also es gibt so viele Abwandlungen grundsätzlich vom Rinderfilet Wellington, ja, dass es schon wieder ganz schwierig wird, was ist wirklich die Originalversion. Ja, klar. Weil jeder macht es irgendwo anders. Was ist original oder was ist richtige Wienerschnitzel? Was ist typisch für gewisse Gerichte? Jeder, ich sage immer, ein Rezept ist wie eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Das sind Vorschläge. Ja. Manche halten sich sehr strikt dran, manche wechseln das ein bisschen ab. Ein bisschen abändern. Ja. Grundsätze oder grundsätzliche Rezepte sind für einen Apotheker. Ein Koch wird schon nach Rezepten arbeiten oder sowas, aber sehr viel kommt mit Gefühl. Ne, ja. Beim Topfensoufflé kann man auch nicht aus, da muss ich auch abwägen, weil das muss die Wahrscheinlichkeit. Ja. Beim Palatschinkentag, naja, das rieche ich im FF ab. Ja. Wie andere, die kennen 10 Fingersysteme, die schauen nicht hin, ich bin beim 2-Fingersystem. Also wenn ich da irgendwo was tipselt, schwierig. Ja, ja. Das kommt nicht davon, wie oft macht man es, was für Gefühl kriegt man einfach für das Ganze. Wie schaut der Apfel aus? Haben fertig. Verdaut. Und das Gemüse sofort auf die Seiten? Ja. Das Parfait darf man gleich mit rausnehmen. Jawohl, das Parfait brauche ich bitte. So schön, ja? Ich tue da jetzt noch ein bisschen Deko machen. Also. Es greift sich gefroren an. So schaut das jetzt aus. Mhm, passt gut. Ist ein AEG-Tiefkühler, das muss gehen. Ich habe mir super Frost auch noch gestört, damit der richtig, damit man das sicher fest wird. Aber der hat auch so, glaube ich, die Zirkulation drinnen, dass das passen muss. Das geht gar nicht anders. Gut, und jetzt einfach da mal herstellen. Und ja, genau, einfach da mal damit zu. Ich hole mir da gleich wieder meine Dessert-Tellerchen. Da jetzt eine kleine wunderschöne Runde. So, also jetzt geht es gleich weiter mit dem Dessert. Hat Markus ein schnelles, gutes Rezept für Rahmsauce? Ich habe da unlängst in Rohrbach oben gekocht. Das war total ganz eine einfache Rahmsauce. Das Dirndl hat die Rahm, den Sauerrahm nur warm gemacht, Leinöl eingerührt und das war Salz, Pfeffer, Muskatnuss. Das hat derartig gut geschmeckt, das darf aber nicht kochen. Nur so 80, 85 Grad erhitzen und das warm rühren. Sauerrahm, Leinöl, Salz, Pfeffer, Muskatnuss. Warm machen, perfekt. Also das war richtig lecker. Das war ja nie gekommen, aber die hat das für ihre Oma irgendwo adaptiert. Zum Kalbsbraten so dazu einfach. Hammer. Also das ist wirklich zum Empfehlen, zum Nachmachen. Okay. Allerdings wirklich bitte nicht kochen. Dann habe ich so eine Rahmsauce einfach. Oder grundsätzlich, wenn ich Sauerrahm verwenden würde, weil ich noch was abändert, immer den Sauerrahm vorher impfen. Das heißt, kurz den Sauerrahm glatt rühren, kalt mit der heißen Flüssigkeit anrühren und dann erst in die heiße Flüssigkeit herrühren. Wer den Sauerrahm gleich vom Becher reingibt in die heiße Flüssigkeit, da flockt es aus. Das gerinnt genau. Und dann schaut das einfach nicht mehr so schön aus, wie man es vielleicht haben will. Da riecht es gut. Schaut die Äpfel, sind auch abgeschält. Das ist ein super Gerät. Da schält man die Äpfel. Ja, der Dampf fährt natürlich unter die Schalen rein. Genauso auch wie bei den Maroni, damit die schöner zum Schön gehen. Jetzt. Was brauchst du? Kalt oder warm? Mit was fangen wir an? Im Kalt, das ist am kompliziertern. Vor allem jetzt ist es so schön gefroren. Das heißt, da kommt jetzt einfach einmal das Parfait raus. So, das war einmal wirklich wunderschön durchgefroren. Ja, und es hat sich nicht einmal abgesetzt, weil ich das so drauf gehabt habe. Normalerweise setzt sie sich bei mir einmal ganz dezent ab. Hat es heute nicht gemacht. Jetzt kommt da noch das Apferl. Ist warm? Schwer. Schwer. Ein schweres Apferl. Schweres Apferl. Schau, wie da oben die Butter noch drin rennt. Herrlich. So, damit wir da jetzt noch den Kardamom und die Orangen ein bisschen mehr featuren, kommt das da oben noch drauf. Dann habe ich irgendwo noch meinen Staubzucker, Gewürzzucker. Passt auch gut. So, Kardamom ist, glaube ich, da heute genug drin, sonst würde ich da vielleicht sagen, noch ein paar draufstreuen. Irgendwo habe ich noch meine Himbeerlis gehabt, da sind es, genau, also auch das Aargau soll ich noch mal mitessen. So, 1, 2, 3, passt, wunderbar, ne, 4, die auch. Veronika wacht bei der Nachspeise wieder auf jetzt. Okay, mit Abendschicht, ne? Wie spät haben wir überhaupt? 10. Wow. Halb 11, ist Wahnsinn. Also ich hätte geglaubt, dass wir viel zwei Stunden schneller. Haben wir ja gebraucht, wir haben keine technische Ding gehabt am Anfang. Stimmt. 5 Minuten. Also das schaut hervorragend aus. Also du musst nur kosten. Ja. Im Stream. Oder enthältst du einer das, weil das kann ich jetzt schon sagen. Das wäre schon hervorragend. Das wäre total intensiv.
Ja, wir sind fertig. Wir sind fertig, ja. Danke, lieber Markus. Sowieso. Sowieso. Danke an alle, die uns bis jetzt die Treue gehalten haben. Es sind 85. Okay, sehr gut. Ja, das ist wirklich für die Uhrzeit sehr, sehr tapfer. Ja, es war ein sehr intensives, es war ein sehr erfolgreiches Jahr für uns alle. Die Kunden sind alle zufrieden, das ist wichtig. Wir schauen, dass alle glücklich sind, alle zufrieden sind. Wir tun alle unser Bestes, mein Team, ich, dann alle Köche. Noch einmal danke an die Angelika, an den Markus, an den Franz, an den Herrn Sperringer und alle, die da arbeiten. Bei uns in der Firma auch, also das sind ja doch über 100 Mitarbeiter, die da im Brunnen am Gebirge sitzen und jeder trägt seinen Teil dazu bei, das darf man ja nicht übersehen. Es gibt ein paar Rampensäue, die vorn stehen und ganz viele hinten, die fleißig arbeiten, die Einzelmännchen. Deswegen darf man die nicht vergessen. Wir wünschen allen frohe Weihnachten, eine ruhige, besinnliche Zeit, viel Spaß, rutscht gut rüber ins Jahr 2020. 2020, ja. Da haben wir geglaubt, das ist irgendwann in der Zukunft, total weit weg, da rennen sich ja schon Aliens um. Aber jetzt ist es soweit bald, es ist bald 2020. Ja. Viel Spaß bei den Feiertagen, kocht was Feines, macht entweder das Menü oder noch was ist euch gelüstet, wenn Fragen sind oder wie auch immer, einfach darunter hinschreiben. Die Rezepte stellen wir heute, spätestens morgen da hinein, von allem, was wir da gemacht haben. Danke für alles, was ihr für uns tut. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Kunden einer Marke so die Treue halten. Wir bemühen uns natürlich auch sehr, aber trotzdem, ja, du kannst nur das geben, was auch kommt. Das ist so. Ja, Markus, die abschließenden Worte von mir noch. Ich wünsche euch natürlich alle eine ruhige Adventzeit. Natürlich ein kulinarisches Weihnachtsfest, ob es das selbe Menü wird oder wenn man was Einfaches macht. Oder ich tue immer gerne testen, wenn ich Besuch habe, weil dann habe ich einen Meinungsbildner. Oder sie kommen halt einfach nicht mehr so oft, das ist sehr oft. Kommt drauf an, wer kommt, ne? Genau, so ist es. Naja, oder sie kommen eh sehr oft und dann kommen sie halt nicht mehr so oft, wenn mal irgendwas nicht so schön wird. Auf alle Fälle die Hoffnung nicht aufgeben oder den Mut nicht verlieren, wenn einmal was nicht so wird, wie es ist. Wir sind trotzdem Profis. Grundsätzlich auch natürlich einen guten Rutschen Start ins neue Jahr. Wir wünschen viel Spaß beim Nachkochen, gutes Gelingen. Dankeschön. Pfiat euch. Ich hebe das Glas nochmal. Und ich hebe die Nachspeise. Du darfst die Nachspeise nochmal heben. Jeder hat was in der Hand. Glaube ich. Frohe Weihnachten. Dankeschön. Bis nächstes Jahr. Baba.